Okay, also, ich habe mir ein Deck gemacht. Beziehungsweise ich habe daran gearbeitet und dafür habe ich, ich habe ein bisschen online nachgeschaut, was ich dafür gut anbieten würde. Und meine Fäuste der Liebe sind jetzt ein pures Legios-Deck. Ich habe mir auch, pass auf, ich habe einen Deal heute gemacht. Ich habe meine, oh Gott, ich hatte ja diese eine Schmetterlingsnetz, womit ich ein Duell verloren habe. Davon hatte ich eine goldene Version. Das habe ich eingetauscht gegen 18 Flammen der Finsternis-Packs. Und für diese 18 Flammen der Finsternis-Packs habe ich mir zwei goldene Angeln geholt. Eine goldene Kampfkunstschule, drei reguläre Kampfkunstschulen und ich habe noch vier Packs übrig. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon, wie ich gewirtschaftet habe? So, machen wir ein Duell. Machen wir direkt zum Test 1 und sehen, was passiert. Ich habe nicht keine Ahnung, wie es genau ausgehen wird. Wir liefen deine Trades. Yo, liefen gut. Hast du es nicht gehört? Ich habe eine goldene Trainerkarte getauscht, habe mir dafür drei goldene Trainerkarten geholt und habe noch vier Packs übrig. Oh, sie haben Kevia, 5 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Hast du es mit dem Splatfest gehört? Ich habe noch nie in meinem Leben Splatoon gespielt, also nein. Es gibt nicht viele Dinge, über die ich weniger in meinem Leben gehört habe als Splatoon. Zahl. Du hast den Münzwurf verloren. Okay, mal schauen, ob es hinhaut. Ich habe noch nicht viele Testmatches gemacht mit dem Deck. Tag Team Machomai hat nicht hingehauen. Ah, shit. Das ist nur das Problem, dass ich am Anfang ein bisschen verkacken kann, wenn ich einfach nicht an meine Mons komme. Okay, wir haben eins. Also, passt auf, folgende Sache. Legios bringt, dass meine Legios-Unit 20 Schadenspunkte weniger nehmen. Für jede Legios-Karte im Spiel. Also sind 20? Das wären 30. Oh, es sind nur 20. Das heißt, wenn ich genug davon habe, jo, dann können wir eine Menge machen. Oh, oh. Cobalium GX. Wir werden sehen, was das machen kann. Oh, oh. 220 KP. Ich weiß nicht, ob ich darauf vorbereitet bin. An sich ist das Deck darauf ausgelegt, unglaublich schnell zu sein. Das heißt, in Runde 2 spätestens habe ich ungefähr alles im Spiel, was ich brauche. Und entweder werde ich dann gewinnen oder ich werde verkacken. Es geht üblicherweise sehr, 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 sehr schnell. Da, willkommen, Alter. So. Also, es hätten wir Schönes. Ich hätte gerne... Ja, wir machen mal das Kunstrad und schauen, was wir bekommen. Nehmen wir Lynette. Die Lynette ist nett. So, dann spielen wir sie auch gleich. Und holen uns dafür 1, 2, 3. Okay. Soweit, so gut. Dann legen wir das hier an. Und dann spielen wir... wir spielen Superball. Und wir holen uns ein weiteres Legios. Oh, er hatte keine Lust auf meine Scheiße. Er war nicht bereit dafür. Außer wenn er nichts da war. 4 Monate Resub, wie wir ihm Dank. hast du dein Deck auf Hochtouren gebracht? Ich denke, ich habe mein Deck ziemlich okay gemacht, ehrlich gesagt. So, machen wir noch eins. Yo, Nogo und der Schrick und sonst. Ich muss auch noch unbedingt gegen euch spielen. Oh, ein Elektro-Deck. Oh, mein Freund, das ist ein Fehler. Oh, ein Elektro-Deck, das ist unglücklich für ihn. Ich möchte ehrlich gesagt nie anfangen. Oh, yes. Oh. Da wird mir ja direkt ganz schwummrig, wenn ich schon allein meine Starthand sehe. Schneller als im Bett, yeah. So, wir machen das. Und Starter-Pokémon. Oh, ich habe auch auf MOP heute. Oh, das hätte ich eigentlich da nicht hinlegen sollen. Das war ein Fehler. Da wieder raus. Das war nicht wirklich Fehler. Alles gut. Alles gut. Würziger Anfang. Ey, ich habe auch ein Opening von richtigen Karten heute auf MOP hochgeladen um 18 Uhr. Das heißt, da sollt ihr auf jeden Fall noch reinschauen. Außerdem von Rockcat Larry. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Das sind eine Menge Pokémon hier gerade. Mal schauen, was wir damit am besten machen können.
Könnte auf jeden Fall knapp werden. Das dürfte sehr, sehr, sehr knapp werden. Ich brauche auf jeden Fall meine andere drei Legios V. Sonst haben wir ein Problem. Wirf eine Münze. Ah, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen? Ich mache das. Und dann spielen wir das und... machen das mal eben zum aktiven Pokémon, was auch immer. Und dann mache ich Familienruf. Okay. Das sollte mir etwas Zeit verschaffen. So weit, so gut. Wollte ich aber das Streamer am Weg. Yeah, so ist manchmal das Leben. So weit, so gut. Seht ihr aber, wie schnell das Deck ist? Das mache ich an dem Deck sehr, dass es einfach unfassbar schnell ist. Wenn der Gegner nicht in Runde 2 sein bestes Game an den Tag legt, dann kann es sein, dass er ziemlich hart verkacken wird gegen mich. Oh, ich denke, das ist bezaubernd. Unrat-Tytox. Ja. Mit dem Unrat werden wir fertig. Oh, ein Reflex V. Das ist ziemlich cool. Aber kann es auch überleben? Ich habe übrigens keine Ahnung, was die Gegner alle können am besten, aber wir werden einfach mal sehen. Oh, der Donnerberg. Das ist nicht gut. Das verringert die Kosten seiner Elektroangriffe um 1. Oh, das könnte eventuell... Reicht das, um mehr Schaden zu machen? Ich glaube, es macht 30 Schaden oder so. 40. Autsch. Ja, darauf bin ich vorbereitet. Erstmal machen wir das. Ich will die Kampfkunstschule, bitte. Kampfkunstschule ist eine Stadionkarte für Kampf-Pokémon. So, dann machen wir das. Und dann spielen wir das. Ich ziehe mein Pokémon zurück und ziehe drei Karten dafür. Die habe ich mir verdient. Schau, du 6 Karten, ist 6 und lege eine Basis-Energie-Karte herunter. Findest dann ein Basis-Pokémon auf deiner Bank an. Yeah, machen wir das. Basis-Energie. Ein richtiges Legios für den Fall der Fälle. Und dann knattern wir richtig los. Boom! 240, mein Freund. Was daran liegt, dass es Schwäche ist, aber yeah. Und der hat aufgegeben. Oh, yes. Oh, mein Deck ist eklig geworden. Ich bin sehr zufrieden. Soll ich dir deine Freude nehmen? Ja, wenn du eine Runde kämpfen willst, Snogo, dann bin ich bereit dafür. Was habe ich jetzt bekommen? Schon eine Kiste? Ich glaube noch nicht ganz. Oh ja, man bekommt Pikachu und Sekrom, wenn man das voll hat. Das ist ziemlich cool. Bist du online? Oh, er ist online. Ich fordere dich heraus mit den Fäusten der Liebe. Zeig, was du drauf hast. Drücke Berger. Hä? Die Mario Collection ist übrigens... Ah ja, warum ist die Mario Collection nur bis März verfügbar? Kopf. Warum hast du auch den Schnurrbart? Das stört mich. Außerdem, Sui Clowny, 6 Monate. Resub. Moment, was? Moment, das gültet nicht. Was ist das für ein Deck? Hä? Ich habe das falsche Deck ausgewählt. Moment. Oh, was war das da? Warum war das ausgewählt? So ein Schwachsinn. Nur Gott, hör auf, meine Herausforderung abzulehnen. Okay. Ah, so habe ich also doch noch verloren. Denn es gültet nicht, okay? Schicke Weste, mein Freund. Oh, das ist eine vernünftige Münze. 1:0, das ist kein 1:0. Was für ein Deck hat er? Kein guter Anfang für mich. Kein guter Anfang. Das passiert leider zu oft mit dem Deck, aber damit muss ich leben können. Ich habe den Nintendo Direct nicht gesehen, aber ich habe es mitbekommen.
Beziehungsweise ich habe den Trailer zu dem 3D-Mario-Zeug gesehen. Alles andere klang relativ langweilig, ehrlich gesagt. Ich ziehe übrigens keine extra Card, wenn mein Gegner den Anfang verkackt hat. Auch Solidarität. So, das ist an sich jetzt kein guter Anfang, ehrlich gesagt. Aber wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Ich weiß sogar schon, wie ich es hinbekomme. Alles gut, alles gut, alles gut. Wähle ein Starter-Pokémon aus. Eine Kampfschwäche. Mutig. Das ist mutig. Das ist mutig, mit dem Pokémon der Kampfschwäche das Ganze zu beginnen. Mogelbaum, das wird kein Treffer überleben. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Tausch? Oh, okay. Das ist das. Ja, das, okay. Ich sehe, warum er das getan hat. So, was haben wir denn Schönes? Wir spielen erstmal die Kampfkunstschule. Sehr das? Vernünftige Karte. Habe ich heute getauscht. Ja. Leider. Sollte wohl leider nicht so sein. Dann spielen wir die Fangenergie. Und ich hole mir mal eben. Nein, wisst ihr was? Nein. Nein, nein, nein. Ich brauche reguläres Legios. So, dann. Machen wir das. Ich hole eine Energiekarte, lege sie auf mein Legios. Dann. Nein. Dann lege ich die beiden Karten weg. Es tut mir leid, ich brauche 7 neue. Und. Wir kommen der Sache fast näher. Wir kommen der Sache ziemlich nah gerade, ehrlich gesagt. Ja. Wir schauen nochmal nach, kann ich? Ich kann eine Karte holen. Ich hätte gern ein Legios. Und das Legios ich dann mal eben auf meine Bank. Also jetzt Legios ich es auf meine Bank. So, dann schaue ich noch meine oberen beiden Karten an. Ich denke, die nehme ich mit. Okay. Nächste Runde wirst du bluten, mein Freund. Ich hoffe, du bist bereit. Kann es sein, dass meine Züge relativ lange dauern. Aber die Jungs, die Armee ist da. Sie marschiert. Die Jungs marschieren zum Sieg. Oh, Sharon, das ist die beste 3-Karten-Ziehen-Karte. Morgen spielt auf Zeit. Oh. Lauchzalott. Es braucht dann noch ein paar Energiekarten, bevor es in der Lage sein wird, mich anzugreifen. Ah, das ist okay. Oh, er kann 2 Karten ziehen. Oh, dieses Mogelbaum. Da wird mir schlecht. So, wir holen noch ein Legios. Und jetzt kommt der gute Teil des Ganzen. Okay. Ich glaube, ich kann nicht mal oben auf meinem... ich glaube, ich habe das andere Legios, das mir fehlt, gar nicht in meinem Deck. Ich glaube, das ist im Siegesstapel. Teamangriff! Los, Jungs! Zum Sieg! Okay, No-Go. Zeig, was du drauf hast gegen die Jungs. Die Jungs marschieren. Und sie marschieren zum Sieg. Sie werden sich nicht aufhalten lassen. Die Legion ist da. Ich liebe das Konzept von Legios. So ein spaßiges Pokémon. Hat er eine Resistenz gegen Kampf? Nein. Du musst ja mit dem Sensenmann rechnen, Morgan. Das ist wahr. Aus dem Orange, ne, hat er 14 Monate. Resub, wie wir ihm Dank. Was ist das? Das ist relativ hilfreich. Die Frage ist, wird der versuchen, mich anzugreifen? Es hat nur Schaden gemacht, weil die Arena den Schaden noch etwas erhöht hat, muss man dazu sagen. Ich denke, ich lege eine Energie an mein anderes Legios. Und ansonsten... Habe ich noch was? Ich habe noch eins. Ist ja was? Wir machen das. Einfach, um mein Damage zu erhöhen. Damit sollte mein Damage hoch genug sein, um...
um Lauchzelot direkt auszuschalten. Yes. Wie willst du die Legion aufhalten? Wie? Die Legion marschiert zum Sieg. Das ist ein spaßiges Deck, okay? Vor allem, was ich an dem Deck wirklich mag, ist, dass es so... Oh, du hast das Mach-O-My-GX? Das mit dem, das Duo? Oh, das Mach-O-My-Tag-Team. Oh, das macht er mit Absicht. Oh, das ist eklig. Darauf will er also spielen. Okay. So, das Problem ist meine Stadionkarte. Meine Kampfkunstschule stärkt auch ihn. Vor allem stärkt es ihn mehr, weil dadurch, dass er mehr Preiskarte übrig hat, bekommt er 40 Angriffsbonus. Das ist ehrlich gesagt ziemlich fatal für mich. Je mehr ich darüber nachdenke. Oh. Egal. Wir wollen Energiekarten, weil warum nicht? Dann legen wir das auf. Dann knallen wir mal richtig rein. Das ist eine Menge Schaden. Da ist mein anderes Legios V. Yonoro, kannst du Legios von mir killen, damit ich mein anderes Legios V auf die Bank legen kann? Das wäre super von dir. Warum leuchtet die Arena-Karte hier gerade Booster oder soll es ein Foil-Effekt sein? Das ist der Foil-Effekt. Das ist eine goldene Full-Art-Trainer-Karte. So einen habe ich noch nie gesehen. Noro wird den Stein nehmen, also nehme ich Papier. Oder hat er gewartet, um zu sehen, was ich nehme? Wartest du, um im Stream zu sehen, was ich genommen habe? Bist du so eklig? Oh, er ist so eklig, oder? Er ist so eklig! Hey, Kingston, frischer Sub, wie lieben Dank. Ich glaube, er ist so eklig. die Vergeltung. Au. Okay, los geht's. Los geht's, Freunde. Jetzt spielen die großen Jungs. Die großen Jungs. 220. Oh, die großen Jungs sind da. Denkt dann, ich muss da nicht so leider aussetzen wie dem Gigastoß. Oh, was kommt jetzt? Wird das ein tödlicher Angriff für mich? Es könnte tödlich werden. Das Problem ist nämlich, dass er durch die Kampfkunstschule gestärkt wird. Das heißt, wahrscheinlich wird mein Legios V sterben. Ah, oh, das wäre nicht cool für mich, ehrlich gesagt, wenn das passieren würde. Was ist das Problem, dass die Kampfkunstschule ihn stärker macht? Das war wohl der GX-Angriff. Unangenehm. Äußerst unangenehm. Aber ist okay, kommen wir hin. Ah, da ist mein anderes Legios, passenderweise. Das heißt, wir haben wieder die Bank voll. Mische bis zu zwei Pokémon aus Ablagestapel in dein Deck. Ich möchte zwei Pokémon aus meinem Ablagestapel zurück in mein Deck mischen. Schau dir die goldene Angel an. Das ist eine vernünftige Karte. Und dann hoffen wir, dass der Teamangriff ausreichen wird. Ganz geschmeidig. Und so habe ich gewonnen. So krümelt also der Keks. War ein gutes Match, Nogo. War ein gutes Match. Ich habe das Gefühl, ich habe dir nicht ganz die Zeit gegeben, du bräuchtest, um dein Deck ins Rollen zu bekommen. Dead MacGyver war 26 Monate. Resub, lieben Dank. Revanche, okay, wir können auch eine machen, wenn du willst. Nachdem wir jetzt ein faires 1 zu 1 haben. Das alles entscheidende Duell. Ich denke, das ist fair. Hab heute eine Tag-Team-Karte mit Arceus, Jäger und Pike bekommen. Yo! Das klingt ziemlich cool. Okay, aber ernsthaft, hast du bei dem Scherstellpapier-Dings, hast du auf den Stream geschaut? Hast du betrogen? Hast du oder hast du nicht?
Weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Ich mag es nicht, dass ich immer mit Legius V starte. Es erschwert mein Leben etwas. Legius V kann nämlich nicht so schnell angreifen. Also Melgare Phantom, 24 Monate, Resub, wir bedienen Dank. Oh, Lugia und Resistenz. Autsch. Autsch. Oh oh. Okay. Okay, ich sollte mich vorbereiten. Ich habe nicht das Gefühl, ich könnte in dieser Runde eventuell auf den Sack bekommen. Und das wäre nicht so schön für mich. So, wir machen mal eben das. Dann hätte ich gern ein reguläres Legios. Haben wir eine Basisenergiekarte? Nein, habe ich nicht. Unvorteilhaft. Oh, das ist nicht gut. Das ist kein guter Anfang gerade. Das ist kein guter Anfang. Ich glaube, ich könnte eventuell sterben. Ich könnte Probleme bekommen in dieser Runde. Unter Umständen. Es kommt drauf an, was ich als nächstes ziehe. Daher, willkommen, Rasex. Ich habe von dem Marumai und Marshadow Tag Team 3 Stück. Brauchst du welche? Potenziell bräuchte ich welche, ja. Wir machen mal so weiter. Ah, das ist ein langsamer Anfang. Ich jetzt mach ja doch, wenn du mir Rutena gibst. Ich weiß nicht mehr, was Rutena ist, ehrlich gesagt. Rutena ist ein Fuchs. So. Auf jeden Fall können wir erstmal Lugia killen. Da hilft auch keine Resistenz. Denn das war knallhart. Mitten auf die 12. Peng. Voll auf die Fresse. In die Fresse. Versteht ihr? Apropos Peng. Voll in die Fresse. Ich glaube, was mir bevorsteht, ist ein klassisches Peng. Voll in die Fresse. Ja, warte, ich hatte richtig. Nein, warte, er hat 2 mehr gezogen. Fuck! No Keen, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Dieses dumme, riesige Marshadow und Mahomai GX, die machen so viel Schaden. Das ist doch ein Lugia. Was wird er jetzt tun? Das war der GX-Angriff. War zu erwarten. So. Das heißt, es ist an der Zeit für meine glorreiche Rückkehr. Wie fangen wir am besten an? Ich möchte bis zu 2 Pokémon wieder von meinem Ablagestapel in mein Deck mischen. Das war dumm. Ich hätte damit noch warten sollen. Und dann... Ich habe ein Problem gerade. Shit. Lass mich das mal eben... Okay. Okay. Ich muss mehr Karten ziehen. Okay. Soweit, so gut. Bin ich zufrieden, aber das ist okay. Das Wichtige ist, dass ich einfach nur mal eben überlebe. Das Kommandant hat wirklich super, dass dieses gehäkelte. Ich mag den Hintergrund. Das erinnert mich an Woody World. Das Kartproblem habe ich immer. Ich habe nicht direkt ein Problem. Ich habe mein Problem, glaube ich, wieder gelöst. Das Problem ist nur, ich weiß nicht ganz, wie ich die dumme Marshadow und Mahomai loswerde. Es kann halt auch so jetzt noch 160er Angriff. Gegen den ich nicht wirklich viel machen kann. Außer den Angriff überleben natürlich. Ganz offensichtlich. So. Dann.
Oh, ich weiß, was ich machen werde. Friss Staub! So. Dann. Naja, die Kampfkunstschule will ich nicht. Wird mir nur zum Verhängnis. Ja, ich spiele mal, denke ich, noch eins. Es reicht auf jeden Fall, um Elkau Malat auszuschalten. Es war ein Fehler, ich hätte Familienruf machen sollen. Oh, das war so ein großer Fehler. Oh, das war der größte Fehler von allen bisher. Das war nicht gut. Das war fürchterlich. Das war so dumm. Oh, das war so dumm. Oh, das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm, Leute. Warum habe ich das gemacht? Ich glaube, ich werde verkacken. Ja, weg damit. Bringt mir alle nichts. Shit. Kein Basis-Pokémon für mich. Eine Münze. Okay. Dann gib mir das bitte. So kann ich wenigstens noch an ein paar Karten kommen. Dann würde ich mir gerne die obersten beiden Karten anschauen. Ich hätte unglaublich gerne eine Energiekarte. So. Dann gehen wir auf das. Das bringt mir nicht wirklich was. Ja. Nächste Runde. Ist das nur das Team von gestern? Mehr oder weniger. Ja, ich habe so ein bisschen abgedatet. Oh, Vorladebefehl vom Boss? Oh, das ist eine fancy Karte, mein Freund. Außerdem, das ist mein Todesurteil. Ja, davon werde ich mich nicht mehr erholen. Das ist das Problem, wenn ich einen langsamen Anfang habe, bin ich mit dem Deck eigentlich relativ RIP. Ich habe doch keine Ahnung. Doppelfarblos Energie. Das macht nicht mal mehr Schaden. Oh Gott, ich bin so draußen. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh, ich bin so tot. Oh Gott, und das Lugia ist dabei, vorbereitet zu werden. Ja, ich kann nichts mehr machen. Oh, ich habe sowieso verloren. Keine gute Runde. Spielen wir gegen den Rando. Dann fühle ich mich besser. War eine gute Runde. Ich konnte nur... Oh, ich war nicht bereit dafür. Als Trainer Avatar. Dankeschön. Den habe ich vor 4 Jahren gemacht oder so. Okay. Das sieht soweit nach einem hervorragenden Anfang aus, ehrlich gesagt. Oh nein, Psychodeck. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist sogar ziemlich entsetzlich. Und ein Urgel. Ah! Psycho ist doch meine Schwäche. Ja, also ich sollte generell noch an einem anderen Team arbeiten. Ich habe keine Ahnung um was. Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt generell irgendein Team habe in dem Spiel. Ich habe das Gefühl, das erleichtert mein Leben schon mal ungemein. Es
Ist auf jeden Fall viel besser unsere erste Runde damals befürchte ich. Das war aber noch mit meinem EX-Team. Ich wohl stark hoffen, dass ich besser bin als das damals. So. Ah, was haben wir da für Pokémon? Yes. Ein Legios V. Das hätte ich gern für hier. Keine Basis-Energiekarte für mich. Das ist vollkommen okay. Denn wir spielen das. Und dann spielen wir das. Und dann machen wir den Familienruf. Und holen uns die anderen beiden Legios V. Und damit habe ich relativ okay Voraussetzungen für den Anfang. Irgendwie schade, wie EX einfach komplett tot ist und keinerlei Weise spielbar. Jetzt, es gibt bestimmt mit irgendwelchen Fähigkeiten irgendwelche Supporter EX, die noch spielbar sind, aber ja. Bist kein Deut unlustiger geworden, auch wenn es Kommentare vielleicht sagen. Niemand sagt, dass ich unlustig geworden bin. Das hast nur du gerade gesagt, Maeve. Das ist sehr verletzend. Oh, das war eine gut ausgespielte Karte an der Stelle. Oh, das gibt Ärger. Es ist, wie es ist. Okay, das soll ich auf jeden Fall gekillt bekommen. Nächste Runde. Mir gefällt nicht, dass die Bank voll ist mit diesen... Was ist das für ein Deck hier gerade? Was habe ich davon zu halten? Das ist so verwirrend gerade. Oh, er spielt auf Giratina. Potenziell gefährlich. Potenziell gefährlich. Aber auch nicht unbedingt. Teamangriff, Jungs! Gemeinsam im Team sind wir stark. Oh, so stark. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Er kann jetzt super viel Energiekarten an seine Pokémon legen. Das könnte problematisch werden. Das könnte problematisch werden. Ich denke, ich sollte mich so darauf vorbereiten, dass ich Giratina one-shotten kann. Und das ist, indem ich einfach nur irgendeins meiner Legios auf den Kampf vorbereite. Und dann sollten meine Probleme auch treten. Sag mal, bist du eingeschlafen oder so? Du bist bei. Du hast 22. Bist bei 22 Minuten, ich bin bei 24. N. Sag mal, wofür. Ich glaube nicht, dass du einfach das N-Wort sagen kannst. Was soll denn das überhaupt? Ja. Akaya Papaya, 30 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. No go. Nein, dieses N-Wort spreche ich mir in diesem Stream nicht an. Was brauchst du denn so lange? Muskelband? Hä? Hä? Okay. Was mache ich jetzt am besten? Nein, keine Basis-Energiekarte. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. So, wir machen das und dann brauche ich einen Brief vom Prof. Dann holen wir die beiden Karten. Oh, sind die Ausrüstungen unwirksam? Oh, das ist fürchterlich. Was, wir machen einfach hier. Ich spiele einfach auf das Legios bei genauer Überlegung. Ja, wir legen die Handkarte mal eben weg und ziehen 7 neue. Na, wie läuft's?
läuft nicht so gut. Ja, ich beende meine Runde mal soweit. Ja. Ja, dass die Ausrüstung bringt sowieso nichts. Warum hast du warum willst du zu dem switchen? Okay, so, wir schicken das raus. Pass auf. Pass auf, dann lernt ihr noch was. Zum einen machen wir mal eben, wir mischen zwei Pokémon von den Ablagestapeln in mein Deck. Nämlich die beiden. Dann sind sie wieder zurück. Dann legen wir diese Energiekarte auf mein Legios und wir holen dieses Legios zurück. Dann spielen wir einen Pokéball. Bringt nichts. Noch ein Pokéball. Hey, und wir holen uns Legios wieder zurück. Packen es auf die Bank. Anschließend spielen wir den Vogelprofi. Hol mein Legios hervor. Ich ziehe drei Karten. Und dann heißt es Teamangriff. Marschiert zum Sieg, Jungs! Wir sind zurück im Spiel. Das war sehr umständlich. Ich hätte sein Giratina so viel. Ich hätte so viel Möglichkeit gehabt, das Giratina wegzuklatschen. Oh, kommt es wieder zurück zum Leben? Oh, das ist problematisch. Ja, ich bin ein scheiß Rip. Sein Giratina kommt konstant zum Leben zurück. Nimmt ihr psychische Energiekarten aus dem Deck oder vom Ablagestapel? Vom Ablagestapel. Oh. Ja, das ist... Ich würde es an sich überstehen, aber dadurch, dass Psycho meine Schwäche ist, werde ich das, glaube ich, nicht hinbekommen. Was macht Umkehrboard? Rückzugskosten verringern sich, okay. Ja, ich denke nicht, dass ich das schlagen kann. Das ist halt, weil Psycho, Psycho nicht meine Schwäche, könnte ich das machen. Aber so ist es halt etwas undankbar. Ja, was bringt es direkt zu Ende? Bring es einfach zu Ende. Wir sind fertig an dem Punkt. Es gibt nichts, was ich noch machen kann. Los. Bring es zu Ende. Spielt keine Rolle mehr. Es macht halt einfach zu viel Schaden. Vor allem wäre es bei den Basic 130 Damage, die es eigentlich machen sollte. Wenn es nicht meine Schwäche wäre. Yo, dann wären das 50 Schadenspunkte. Dann hätte ich halt sowas von gewonnen. Aber dadurch, dass es meine Schwäche war, habe ich so viel mehr genommen. Das war nicht gut. So, wann spielst du das TCG? Ich spiele seit ein paar Tagen wieder. Und seit heute habe ich wieder ein Deck, mit dem ich spielen kann. Das Lego-Team ist auf jeden Fall besser als erwartet. Hast du schon überlegt, Himmelserscheinung-Karte zu nutzen? Ich habe überlegt, aber die ist nicht so einfach zu bekommen, weil sie aus dem alten Set ist. Das heißt, ich werde mir die dann aus Drachenleucht. Ich werde mir dann für Münzen holen. Kann ich auch irgendwann mal mit einem Pokémon starten? Der knallt die Türen da so. Die Türen haben auch Griffe. Yeah. Da erzählst du mir nichts Neues. So, wir haben einen guten Legios-Start. Das Design vom Online-TCG wirkt nach all den Jahren immer noch relativ billig. Ja, yeah, ja, etwas, das stimmt. So, die Frage ist, will ich direkt... Wie will ich anfangen? Will ich Familienruf machen oder wir werden sehen, was ich sonst noch bekomme. Oh, Legios V. Yes. Legen wir hier hin. Dann das Rad. Dafür holen wir uns noch ein Legios V. So, das heißt, wir sollten schon eine akzeptable Menge an Damage austeilen können. Ich denke, ich gehe direkt zu Teamangriff über. Yes! Ich habe auch online gespielt, aber Karte zu bekommen ist wirklich schwer. Ja, yeah. Kann sie super günstig auf eBay kaufen und sowas. Oh, Leute, geben dir Codes. Ist das mein Ende? Au! Ja, das ist... Shit. Was?
Wenn ich sowas sehe, habe ich immer das Gefühl, dass mein Deck gar nicht mal so gut ist. Wenn ich sowas sehe, habe ich immer das Gefühl, mein Deck ist shit. Ich meine, ich denke, dass es gut ist, aber... Ich meine, er kann jetzt die ganze Zeit diesen super viel zu starken Angriff gegen mich einsetzen. Was soll ich denn dagegen gegen sowas ausrichten? Meine beiden Decks, mein Ball, wenn du willst, kannst du gleich einen potenziellen Wind abstauben. Ja, wenn du willst, können wir kämpfen. Ich habe eigentlich keinen seiner Decks, aber dennoch. Naja, es wohl Nona wird mich zerstören. Außer ich bekomme noch eine Doppelfarblos-Energie von irgendwo. Das ist alles voll mit Tag-Team-Karten. Bei Legios ist die Sache, dass die als Team funktionieren. Diese Legios machen für jedes Legios auf meiner Bank 30 Punkte mehr Schaden. Und die Legios geben jedem Legios-Pokémon pro Legios wie 20 mehr Verteidigung quasi. Das heißt, meine Legios nehmen 80 Schaden weniger, als die eigentlich nehmen würden. Dadurch, dass ich so viel Legios wie hier liegen habe. Ich hasse es, dass die Energiekarte, wenn sie abgelegt wird, immer wieder zurückkommt. Das ist so fucking nervig. Gesagt, mache ich das. Ja, gib mir eine Doppelfarblos-Energie. Oh. Ein Anfang. Das ist ein Anfang. So, dann schauen wir uns das an. Nicht das, was ich haben will. Nicht ganz das, was ich haben will, aber ich denke, nächste Runde sollten wir was hinbekommen. Okay. Ich muss nur Volnona überleben. Yes! Dann ist das, wenn ich den nächsten Angriff von Volnona überlebe, was ich sollte, dann sind wir gut dabei. Bräuchte halt viele von diesen Umhängen für mehr Stärke und mehr KP. Ja, der Umhang wäre nicht verkehrt, das stimmt. Ich habe nur einen davon im Deck. Ich denke, wenn die... Ja, beziehungsweise ich glaube gar keinen mehr im Deck. Aber ja, die Legos bräuchten definitiv was davon. Überlebt. Das Problem ist nur, was will ich davon halten? Es wird halt direkt wieder eins meiner Pokémon killen. Oh, das wird so fürchterlich. Na, ich lege eine Kampfenergie an. Ach, dann wünscht mir Glück! Preiskarten. Oh, doppelfarblos. Das ist hervorragend. Und eine gewöhnliche Angel. Ja, ich wusste, dass er das rausschickt. Nicht gut. Nicht gut. Aber auch nicht katastrophal. Nein, warte, das hat... Nein, ich zieh's zurück. Ich habe gerade gesehen, wie viel KP es hat. Das ist katastrophal. Überlegst du, greif an. Schmied. Ich hasse es, dass Feuerdecks sind irgendwie viel stärker als Kampf. Feuer haben so viele Support-Karten und Elektro auch. Bei Kampf gibt es irgendwie kaum was oder ich habe kaum was. Ist ein bisschen schade. Dann schicken wir mal meinen Legios-Freund raus. Okay, komm schon. Basis-Energiekarte. Yes! Ich habe eine gefunden. Wir legen sie an meinen Legios an. Die spiele ich danach. Das heißt, wir machen eine Doppelfarblos-Energie auf mein anderes Legios. Teamangriff! Los geht's, Jungs! Ich mag es nicht, dass er schon sein anderes GX-Pokémon-Tag-Team vorbereitet. Er weiß genau, was ihm blüht nächste Runde. Er weiß es genau. Er wird jetzt mein Legios killen und dann habe ich ein Problem.
Ich habe noch alles unter Kontrolle. Zum aktuellen Zeitpunkt. Warte, jemand hat eine Seite, wo es billige Codes gibt, angemerkt und da zahlt man 1 Euro pro Code. 1 Euro pro Code? Okayer Preis ist 1 Euro für 5 Codes. Beziehungsweise ist der Durchschnitt. Hey, wer denn Strahler für dich, mein Freund? Wutanfall? Was? Der Wutanfall hat mich nicht mal gekillt? Oh, das war ein Fehler von deiner Seite aus. Das war grob fahrlässig und ein Fehler. So, wir machen, wir legen die, Kampfenergie hier rauf. Und dann, mache ich Switcheroo. Und dann kriegst du auf den Sack, mein Freund. Was denkst du, willst du mich verarschen? Denkst du, kannst mein Pokémon einfach nicht killen und das funktioniert? Was? Was denkst du, mit wem du es hier zu tun hast? Hä? Was denkst du, wer hier dein Gegner ist? Jetzt gib mir mal die 3 Preiskarten. Das Lumanda. Oh, er denkt, ich kann nächste Runde nicht angreifen. Oh. Die Sache ist, Legios kann mit Gigastoß nächste Runde an sich nicht angreifen. Also Legios wie. Diesen Lumanda herauszulegen ist mutig. Oh, er entwickelt jetzt direkt weiter. Wie viel KP hat das Lurak? 150. Das ist nicht gut. Brüllen deinen Schluss. Oh, das war ein Fehler. Oh, damit gibt er sich mehr Energiekarten. Ich wollte gerade sagen, mein Freund, das war ein Fehler. Was war das? Was hat er gemacht? Warum hat er danach direkt aufgegeben? Hä? Geheimtruhenbelohnung. Wie viele Coins habe ich inzwischen? 227, dann ist an der Zeit, ein Booster-Pack zu kaufen. Sah so aus wie eine Morgi-Strategie. Ich wünschte, ich könnte was dagegen sagen, aber das ist leider wahr. So. Und zwar, ich suche nach einer gewissen Karte. Ich suche nach dem Himmelsfeld und das war in Drachenleuchten. Das heißt, ich werde die Coins, die ich habe, erstmal dafür ausgeben, mir das zu holen. Ansonsten kommt man sehr, sehr schlecht an diese Packs. Öffnen wir mal die beiden Kisten. Schon wieder? Das bekam ich auch aus der letzten Kiste raus. Was soll ich mit diesen dummen Chimpsticks? Oh. Ich meine, ist okay. Hätte nicht so ein Geheimnis draus machen müssen, ehrlich gesagt. Drachenleuchten. Himmelsfeld ist eine Ankammer daraus, falls ihr euch wundert. Ich kann dir das Himmelsfeld auch einfach geben. Nein, das ist aus dem Starter-Deck, die kann man nicht tauschen. Schrick hat nämlich danach auch geschaut mit seinem und das, was man... Wirklich? Ist das euer Ernst? Pass auf, folgende Sache. Das erste Drachenleuchten-Pack, das ich aufgemacht habe, da bekam ich Mega Rayquaza EX raus. Und aus dem zweiten Latios EX. Ah, die bringen nichts, die sind vollkommen outdated. Ich suche nur nach einem ankommenden Trainer, wollt ihr mich verarschen? Ach, oh ja, hier gab es diese Pseudo-Full Arts von der Common Card, was ziemlich cool ist. Gott! Dafür bin ich nicht hier. Was ist das überhaupt? Oh, das habe ich erhalten. Verstehe. Oh, Schrecke, wir wollten eine Runde kämpfen. Zeig, was du drauf hast, mein Freund. Du wolltest den Kampf, dann sollst du ihn bekommen. Warum hat jeder diesen dummen Schnurrbart? Ich muss das Design ändern. Ich habe mein erstes Duell gewonnen. Yo, Glückwunsch. Ich habe heute auch mein erstes Duell gewonnen. Danach eine 6er-Reihe. Wir packen das raus. Der bekommt eine schöne Ex und beschwert sich auch noch. Ja, die ist komplett nutzlos. Die Karte, die mir was bringt, die nicht mal selten ist, die bekam ich nicht. Just bekam ich eine seltene Karte, die mir absolut nichts bringt. Ja, wir können auch ein Duell machen, Radix, wenn du willst. Was genau ist denn die Ex? Schlimm, die Ex-Karten sind veraltet. Die sind nicht mehr gut. Warte, kann ich jetzt... Oh, bin ich als erstes dran? Ich bin als erstes dran.
Das erklärt einiges. So, dann lege ich an ihn mal das an. Oder was auch immer. Und dann machen wir mal weiter. Oh, wisst ihr, was ich auch die Tage mal streamen will? Diese eine aktuelle Call of Duty Battle Royale Dingens. Ich habe nicht heute gesehen, dass das gratis ist. Das will ich irgendwann die Tage mal mit Maeve streamen. Dann werden wir irgendwo droppen, Jungs. Warte, hast du ein Elektro-Deck gegen mein Kampf-Deck? Oh, Schricke, das ist keine gute Auswahl. Das ist keine gute Voraussetzung für einen Kampf für ein Duell gegen mich. Kann er dir nicht in die Handkarten schauen? Warzone, genau. Ich meine, er könnte, aber warum sollte er? Beziehungsweise, es gibt auch viele Karten, mit denen man auf die Handkarte vom Gegner schauen kann. Es macht nicht den größten Unterschied in der Pokémon Trading Card Game. Jo, das ist Riffix. Ist das nicht sogar von mir? Das war ein Versuch wert. So, ich würde sagen... Ja, das tut mir jetzt leid an der Stelle. Aber... Ich denke, wir werden jetzt ernst machen müssen. Es war, Freundschaft ist ja nett und alles, aber ich denke, es ist langsam an der Zeit zu gewinnen für mich. Ehrlich gesagt. So, dann machen wir das nochmal. Das ist gut. Das Fahrrad ist eine super gute Karte. Dann spiele ich mal eine goldene Stadionkarte. Naja, dann greife ich mal ganz casual an. Ganz geschmeidig. Wann kommt Call of Duty World at War auf der Wii? Das ist die Frage. Ich habe es mir gekauft inzwischen. Ich habe es noch nicht gespielt. Das Fahrrad ist doch eher speziell für dein Deck gut, oder? Ich weiß, ich denke es generell gut. Ich meine, das ist ein normales Item. Du kannst auf deine Handkarten schauen und sowas. Ich denke, es gibt viele Situationen, wo es hilfreich sein wird. Was ist das für eine Energie? Fangenergie. Fangenergie ist so gut. Hört ihr, wie er rattert? Wie sein Gehirn arbeitet? Ich hab's gehört. Wir machen das. Und dann holen wir uns das nächste Legios. Dann schauen wir mal, was wir haben. Keine Energie für mich. Tragischerweise. Ich will das und das. Dann schmetter ich mal eben richtig in meine Bank. Und dann schmetter ich mal auf dein Pokémon, wenn das okay ist für dich. Das Problem ist, dass du eine Schwäche gegen Kampf hast. Das war wirklich kein optimales Deck gegen mich. Ich glaube, du könntest gar nicht gewinnen. Warte, wie kann ich diese Emotes machen? So. Ich meine, Spelectro wird halt auch sterben. Was könnte ich denn Schönes machen? Ja, ein paar Energiekarten. Ich denke, das kann nicht schaden. Und dann... Ja, ich denke, das dürfte gleich gelaufen sein. Kampfkunstschule. Oh ja, die Kampfkunstschule habe ich ja auch noch liegen. Er hat das Deck aber selber ausgewählt. Ja, ich weiß, ich weiß. Oder meinst du, jemand meint, dass das unfair ist, oder was? Was ist besser, Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon CCG? Ich habe vor einiger Zeit mit Yu-Gi-Oh! Angefangen und habe Zeit meines Lebens. Ich glaube, die richtige Antwort wäre, Magic ist besser. Pokémon CCG kann man halt offiziell online spielen, was... Oh, das ist eine Karte! Was ja ziemlich cool ist. Ich meine, bei Yu-Gi-Oh! Gibt es Duel Links, aber... Kann schon.
Ach ja, der Schaden, den ich nehme, sinkt um ein paar Punkte. Oh nein, sein Herz ist gebrochen. Bringen wir es zu Ende. Gigastoß. Huh. 440. Huh. Da habe ich eine Menge Damage rausgehauen. Hast du noch ein anderes Deck, Stricke? Eins, das nicht Elektro ist? Ja, das Elektro-Deck war unvorteilhaft. Würde ich zustimmen. Yu-Gi-Oh! Spiele ich über EDO Pro, aber lässt sich die Legalität streiten. Ich meine, es kann dir eigentlich egal sein. Aber ja, ich weiß, ich denke es trotzdem ganz nett, wenn man was Offizielles hat dafür. Du hast noch ein anderes Deck? Dann machen wir noch eins. Ich sollte vielleicht mal schauen, dass ich entweder ein Unlicht- oder Pflanzendeck oder sowas als nächstes dran arbeite. Das wäre nicht ganz hilfreich. Kopf. Man gewinnt, wenn man entweder eine Preiskarte hat oder gar keine Pokémon mehr hat. Ist das richtig? Das ist richtig. Es ist nur unvorteilhaft, dass ich oft den Start habe ohne Pokémon. Das erinnert mich daran, damals habe ich in TCG Online mal gegen den Typ gespielt, der hatte einfach nur... Ich glaube, er hatte ein Ho-Oh-EX im Deck. Und ansonsten nur Tränen und Energiekarten. Es hat so lange gedauert, bis er mal was auf dem Spielfeld hatte, aber mein Gott, dieses Ho-Oh hat mich zerstört. Dieses Ho-Oh war zu viel für mich. Oder Gegner hat keine Karten mehr im Deck. Ja. Yeah. Aber das Oh nein, Feuerdeck. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das ist nicht gut für mich. So, wir machen mal das Kunstrad. Ich will keins davon, ehrlich gesagt. Und das, legen das auf das und dann das. Ja, yeah, gut genug. Gut genug für eine erste Runde. Auch 210 KP hat dein Pokémon zufälligerweise. Das ist ja ein Zufall, Mensch. Das trifft sich ja ausgezeichnet, würde ich fast behaupten. Das heißt, zum Dreierbundle von Marvel von 60 Sunshine Galaxy. Ist ganz cool. Ich habe halt alle Spiele auch einzeln so, aber... 16 zu 9, Sunshine wird ziemlich cool. Das heißt, ich freue mich sehr über Sunshine. Die anderen beiden Spiele sind mir relativ egal. Aber 16 zu 9 Sunshine, das ist ja Stoff. Wahrscheinlich auch noch 60 FPS. Das heißt, das ist ziemlich cool. Wahrscheinlich sollten wir jetzt noch eine Switch zulegen. Du kannst dir eine Switch zulegen. Ich habe eine Switch. Ich glaube nicht, dass wir uns noch eine zulegen sollten. Ihr sollt uns überlegen, uns noch eine Switch zuzulegen. Ich weiß ja nicht. Oh, das wird schleit, dagegen hätte ich ja nichts. Boom! Weil er lebt noch. Oh, war die Hitzenergie gibt plus 20 KP. Oh! Was? Er hat mit dummen 10 KP überlebt? Oh! So knapp! Messerschneide! Auf der tanzt du gerade! Oh, fuck. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Oh, da ist noch mal 120 KP. Fukano. Was willst du mit Fukano in diesem Deck? Das ist Fukano nicht nur random unnützer Filler an dem Punkt. Oh, da sind so viele Wii-Karten. Oh.
40 Schaden. Das war nicht so viel. Aber gut, mal schauen, was ich hier hinbekommen kann. Ja, pass auf. Bekommen wir hin. Bekommen wir hin. Ist nicht mein Stil, die Rückzugskosten tatsächlich zu zahlen, aber manchmal muss es sein. Manchmal führt kein Weg daran vorbei. Und manchmal muss man dann einfach das Team zurückholen und sagen, willkommen in der Hölle, Remax. Du hast dich gerade mit der Legion angelegt. Und niemand spaßt mit der Legion. Ah, im Schrigge geht der Arsch auf Grundeis gerade. Vor allem meine Pokémon haben alle noch 80 Punkte weniger Schaden durch die anderen Legios. Das heißt, um mir noch Schaden zuzufügen, muss er ordentlich Damage austeilen an dem Punkt. So. Ein Pokémon, das ich dort gefunden habe, kann ich nehmen. Das will ich aber nicht. Yeah, knattern wir direkt weiter. Teamangriff, Jungs! Oh, die 150! Mr. Bibs, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Dir fehlt auf jeden Fall noch ein gutes Stück von den Trainerkarten, Schricke. Da ist, denke ich, in einem Feuerdeck, das kann man noch wesentlich schneller machen. 150 für 2 Energie ist halt wirklich schwer in Ordnung. Ja, üblicherweise spätestens Runde 3 ist mein Deck, beziehungsweise mein Feld ist in seiner so stark, wie es wird ungefähr. Und das bleibt bei dem von dem 150er Angriff übrig. Nicht allzu viel. Die Karte bringt mir alle nichts. Ich kann mir 2 Basis-Energiekarten holen. Warum nicht? Warum denn nicht? Ich sollte eigentlich einen Rückzug machen. Ja, wie auch immer. Für Wii bekommt man nur 2 Preiskarten und für Wii Max dann 3, richtig? Ja, yeah, das ist richtig. Ich bin so shit. Ja. Dir fehlt, wie gesagt, ein gutes Stück von den Trainerkarten, die ein Feuerdeck richtig die Geschwindigkeit reinbringen. Oh, und Tag Team bringen auch 3. Ja. Ah, ich meine, du hast auf jeden Fall eine Menge Pokémon, die ein guter Weg sind. Ich habe das Gefühl, generell, dass Vulcano kannst du kicken. Das scheint mir an dem Punkt, ich meine. Ich weiß nicht, wie gut das Arcani ist, aber gemessen an dem, was du sonst noch hast, scheint das Vulcano doch eher eine Zeitverschwendung zu sein. Ich würde sagen, danach kämpfen wir wieder gegen 1-2 Randos. Was haltet ihr davon? Ich will auf jeden Fall zu dem einen gratis Booster Pack heute noch kommen. Und da rattert er wieder. Oh, es ist tot. Oh nein. Es ist verbrannt. Stirb, Vulcano. Du sollst mal gegen Rasik spielen, der hat ein ekliges Stack. Wie heißt du bei Trading Card Game Rasik? Trading Card Game Online. Wonach müsste ich suchen? Einfach Rasik? Hab dir eine Anfrage geschickt. Nein, beide müssten sich gegenseitig adden. Damit es als Anfrage zählt. Oh. Lord Marsif. Das ist ein interessanter Name. Okay.
kannst du den Tanz mit der Legion überleben? Das ist die Frage, der wir... Gott! Wenigstens hat er nicht den dummen, Schnurrbart. Ich mute dich mal, wäre besser. Er hat so ein gutes Deck, das glaube ich. Feuerdecks haben mir bisher immer ziemlich hart auf den Sack gegeben. Oh, er hat diese Vulkanien-Höhlen. Ich hasse es, wenn... Ich hasse die Höhlen. Ich finde, die normalen Karten sehen so viel besser aus. Okay, das ist noch ein okayer Anfang geworden. Mit direkt der 2 Legios Wii. Wii Wii. Okay, versuchen wir das Beste rauszumachen. Ich hätte ihr Legios nicht geben sollen. Ich habe mir einen Legios noch generell getauscht gegen ein einziges Booster-Pack heute. Warum habe ich eigentlich keinen Flottball? Hat jemand mich heute auch gesucht? Ich habe keinen. Heatran? Oder Heatran? Heatran? Wie wird es ausgesprochen? Heatran. Into the Breach ist kostenlos bei Epic. Yo. Holt euch Into the Breach. Das ist so ein gutes Spiel. Holt euch Into the Breach. Ernsthaft. Das ist ein fantastisches Spiel. Lasst euch das nicht entgehen. Oh, ich verpasse die erste Runde. Das ist ein Desaster. Into the Breach ist von dem Typen, der FTL gemacht hat. Das ist quasi ein Roguelike-Rundenbasierendes Strategiespiel. Mehr oder weniger. Einfach in seinen Zug darf jeder von seiner Hand auf seinen Ablagestapel legen. Oh, okay. Das würde mir theoretisch auch was bringen. Aber das sind jetzt schon wieder so viele Pokémon. Ich habe ein bisschen Angst. Gab's schon mal gratis? Nee. Im Epic Store? Ich meine, ja, yeah, in dem Store, in dem es gratis Spiele gibt. Das ist eine volle Bank. Hast du für das Deck eigentlich gegoogelt? Naja, kann mich nicht hören. Ich werde später fragen. So. Ich weiß genau, was ich machen werde. Shit. Familienruf oder Teamangriff? Ich glaube, ich muss angreifen. Ich sag's euch, davon war er nicht begeistert. Oh oh, davon bin ich nicht begeistert. Oh nein, ich wünschte, ich hätte sowas wie Schweißer für, oh mein Gott, ich bin so tot. Warum weiß ich die ganzen Full Arts? Oh Gott. Oh, ich bin so RIP. Das sind auch mehr Pokémon. Das Einzige, was ich habe, ist Legios. Au. Okay, wir spielen das. Okay, lass mich mal eben 7 Karten ziehen. So, erstmal machen wir das. Wir holen erstmal das Dojo. Dann werfen wir eine Münze und holen uns ein weiteres Legios. Sehr schön. Dann würde ich gerne die Fahrräder spielen. Ich suche nämlich nach einer gewissen Karte. Die, mit der mein Angriff... ich suche den Kampfgurt. Ich fürchte, den finde ich nicht. Das ist etwas unvorteilhaft. Ich denke, ich sollte am besten bei Legios bleiben an dem Punkt. Und hoffen, dass ich damit dann was reißen kann. Ich bekomme auf jeden Fall einen Schadensbonus von 40, weil ich mehr Preiskarten habe als Rasex. Ich hoffe nur, dass mein Legios den Angriff überlebt. Wenn mein Legios den Angriff jetzt überlebt,
dann bin ich zufrieden. Dann bin ich noch im Spiel. Wenn mein Legos jetzt stirbt, haben wir ein Problem. Wir haben auch so ein Problem. Machen wir uns nichts vor. Aber wenn mein Legos den Angriff überlebt... Ey! Oh nein. Oh nein. Das waren 160. Und meine Dingenskarte ist weg. Das sind beide Situationen, die nicht gut für mich sind. So, wir sind aber noch nicht, ich bin noch nicht raus. Spielen das nochmal eben auf Legios und dann... würde ich gerne zwei Pokémon aus einem Ablagestapel zurück in mein Deck mischen. Shit. Na, dagegen komme ich nicht an. Sind zu viele KP. Dafür sind meine Legios nicht stark genug. Ich glaube, ich sollte Poké-Kommunikation rauspacken. Die Karte verwende ich einfach nie. Der hat gegoogelt, 100 Pro, er meinte was von Meta-Deck. Oh, ja, das klingt verdächtig. Jetzt überlegt er. Mein Freund macht sich mal einen Unterschied, was er macht. Ich habe keine Energie auf mein Pokémon. Oh, der Vogelprofi. Oh, eklig. Eklig. Er zieht sein Pokémon auch noch zurück. Herr Priton, 3 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Oh, nein. Oh nein, jetzt kommt der Hitzebrand, oder? Oder kommt auch einfach der... Wahrscheinlich kommt nur der Dampfstampfer. Ja, Dampfstampfer reicht aber nicht ganz. Okay. Das heißt, wir machen mal eben als Kunstrad. Wir schauen uns die obersten beiden Karten an. Nein, das ist falsch. Wir brauchen die Farblos-Energie. Die lege ich auf mein Legios. Dann ziehen wir mal... Dann machen wir mal eben einen Switcheroo. Kein Legios für mich. Das ist okay. Dann, Teamangriff. Ich meine, er wird mein Legios so oder so jetzt gleich killen. Decks googeln. Ich habe für mein Deck auch ein bisschen gegoogelt. Aber das, was ich gefunden habe, schien mir an einigen Stellen auch ziemlich seltsam zu sein. Deswegen habe ich einiges abgeändert. Aber bei den Trainerkarten hat es mir, glaube ich, sehr geholfen zu sehen, was man ungefähr verwenden sollte. Denn meine Trainerkarten waren nicht optimal. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das zwiebelt. Au. Oh yes. Oh yes. Oh, ich hab nur noch... Oh nein, das andere... Oh, das andere Legios ist auf dem... Oh, das war dumm. Das war unnütz. Ich zieh mal so viele Handkarten, bis ich 6 Stück auf der Hand habe. Akzeptabel. Dann machen wir das. Keine Energie für mich. Das ist okay. Dann knattern wir mal auf... Piotran. Und dann kann ich mir geschmeidige 2 Karten holen. Die gewöhnliche Angel. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Butalanda. Das hat eine Resistenz. Es hat eine Resistenz gegen Kampf. Minus 30. Diese Karte für 2 Pokémon des Gegners 40 Schadenspunkte zu. Oh nein. Oh nein. Das heißt, mein anderes Legios wird sterben. Oh!
Ach ja. Ach ja. Das hatte ich fast vergessen. Wisst ihr was? Wir machen das. Ja, gut genug. Dann knattern wir mal los. Die Legion marschiert. Außerdem, mein Name ist Pico, 24 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Und Raywolf Sif, 12 Monate, das Jubiläum, auch dafür, vielen lieben Dank. Du hast die Trainerkarte, die ich in Turn 1 gekillt habe, wahrscheinlich raus, oder? Das ist richtig. Auch wenn sie mir in der Situation ungemein helfen würde, wenn ich einen Pokémon von meiner Bank wegnehmen könnte, aber... Auch da ist der Umhang der Stärke, von dem ich so viel gehört habe. Außerdem, King Lutze, 4 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Also die Frage ist, was machen wir damit jetzt am besten? Mal kurz weg, wie eklig ist Rasix? Ich habe das Gefühl, Rasix, der kommt nicht wirklich zum... es kann nicht wirklich glänzen mit dem, was es macht. Ich meine, zum Teil ja. Aber gleichzeitig auch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Da ist mein Legios V. Das kann ich aber leider nicht einsetzen. Legios bekommt ein paar Energiekarten von mir. Und dann marschieren wir los. Gleich geht es los mit ganz großen Schritten. Der Rasix fasst den Victini von hinten an die Schulter. Da steigt die Stimmung. Und da kommt... Wie viel Karten hat der auf der Hand? Schau ich das an. Und da kommt Freude auf. Oh, der Schweißer. Ich glaube, langsam wird's ernst. Das nervigste an Rasix Deck ist sein Name. Wie heißt das Deck? Oh mein Gott. Oi. Ich glaube nicht, dass ich das Inferno-Pot überleben kann. Das ist etwas bedenklich für mich. Ich denke, damit sollte auch mein Legios jetzt sterben. Nein. Oh. Ich habe keine Energiekarten mehr. Oh, das ist ein Desaster. Warte. Warte, das ist shit. Mein Deck ist fast leer! Oh oh. Ich habe nur noch eine Karte auf dem Deck. Ich brauche meine Preiskarten. Und zwar so schnell wie möglich. Oh yes. Okay, nächste Runde entscheidet sich. Nein, ich werde sterben. Nein, doch. Nein, warte. Ich kann es schaffen. Ich werde gewinnen, okay? Versprochen. Ich werde gewinnen. Der Schaden. Ich werde gewinnen, okay? Das verspreche ich euch. Resistenz trotzdem. Yes. Oh. Oh. Das ist geplant. Warte, was? Du hast gerade offiziell verloren, mein Freund. Ich habe perfekt kalkuliert, dass das Brutalante überlebt. Hast du auch die Spielfeldzauberkarte, nicht Spielfeldzauberkarte, sondern die Stadionkarte mit einberechnet? Hast du daran auch gedacht?
Ich habe das Gefühl, sie hat einen Teil dazu beigetragen. Schauen wir, ob ich noch an die anderen beiden Dinge komme. Ja? Aber ja, ich hatte große Angst vor dem Deck und ich dachte nicht, dass ich... Oh, ein Psycho-Deck. Oh, ich bin RIP. Ich dachte nicht, dass ich gewinnen kann, ehrlich gesagt. Das war Hardcore. Ich weiß nicht, wie ich mich da noch durchschlängeln konnte. Ich glaube, ich hätte es auch nicht gewinnen sollen. Weil, weißt du was? Du bist der Erste, der mich besiegt hat. Ich war unter Druck. Der Erste, der mich besiegt hat? Wie nur? 12 Sekunden, weil mich verarschen? Der Typ braucht zu lange. Der Mr. 1337, nicht ich. Oder hat das jetzt als meine Zeit gezählt? Ich bin verwirrt. Ich gewinne auch 80% der Versus-Matches. Ich nicht. Ich möchte keine zusätzliche Karte. Sowas habe ich nicht nötig. Oh nein, das Gengar. Oh nein, das Gengar macht Schaden für jede Trainerkarte, die ich auf der Hand habe. Das ist entsetzlich. Das ist sehr, 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 sehr schlecht für mich. Okay. Bin soweit eine gute Menge von Trainerkarten losgeworden. Ich kann mein Pokémon aktuell noch nicht tauschen. Das ist etwas unvorteilhaft. Wir machen einfach mal das. Dann holen wir uns noch ein Legios. Und dann bin ich fertig soweit mit dieser Runde. Das mit dem Pfeilprofil checke ich nicht. Ja, das ist, wenn irgendein Effekt irgendwas macht, man kann draufgehen, dann sieht man's. Professor Escher. Hätte meine Energiekarte, er hat meine Energiekarte weggelegt. Das ist eklig. Hey! Hey! Ich bin vergiftet und schlafe. Das Feldgebläse. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, shit. Ist nicht so gut. Und mein Münzwurfglück ist auch nicht so gut. Und der Typ ist sowieso schon im Vorteil, weil ich eine Schwäche habe gegen Psycho oder Gift, was auch immer er alles hat. Was ist das überhaupt? Oh nein. Typ 0. Au. Das war meine Schwäche. Oh, ich bin so RIP. Ich bin so RIP. Oh Gott. Dann wiederum kann ich ein bisschen Zeit schinden. Indem wir einfach 210. Komme ich auf genug? Ich glaube, ich sollte auf genug kommen. Jo, lass einfach das reinschicken. Und dann knüppeln wir richtig los. Komm schon, Legios V. Shit! Egal, Vogelprofi, das ist gut. Danach habe ich nochmal sein Pokémon aus Switcheroon. Oh Gott, und von... Was? Namin away. Frischer Sub, vielen lieben Dank. Ich bin etwas traurig, dass ich verloren habe. Das ist ganz natürlich.
Warte, der Skanker wird mich jetzt angreifen. Oh, damit bin ich ziemlich RIP. Herzliches Gefühl, es gibt noch sehr viele Gegner, gegen die ich absolut nichts machen kann. Ich bin nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Die Evolution. Oh nein. Oh nein. Ist das ein Legio-Stack? Richtig. Ja, ehrlich gesagt. Lass mich an der Stelle aufgeben. Ich kann nichts machen. Ich kann absolut nichts machen. Ist GX das neue EX? Nein, GX war das neue EX. Wie ist das neue GX? Ja, verstehst. Ich kann so nicht. Hast du Lust, hast du vor, ein verrücktes Partydeck zu machen? Was ist ein verrücktes Partydeck? Was soll ich mir darunter vorzustellen? Ich möchte nicht anfangen. Lassen wir Savetsky anfangen. Mit seinem Drachendeck. Rawr. Es gibt eine Party und du bist, und die ist verrückt. Weil ich nicht bereit bin für eine dermaßen verrückte Party. Kein Pokémon. Huh. Ich könnte jetzt 6 zusätzliche Karten, ziehen, aber nein. Ich bin fair. Ich bin fairer Spieler. Eine ehrliche Haut. Ich will keinen dermaßen unfairen Vorteil haben. Außerdem von Hennex, frischer Zap, wie wir ihm danken. Warte, wirklich? Mehr macht er nicht. Oh, ich fange an. Oh, das erklärt einiges. Die guten Legios. Nicht vergessen. Was haben wir sonst noch alles? Legios, klar. Nehme ich mit. Nehmen wir mit. Okay. Das ist eine Attacke von der neuesten Erweiterung. Die macht mehr Schaden, je mehr Pokémon mit der Attacke Früchte Party im Ablagestapel liegen. Das klingt ziemlich cool, aber ich habe kaum Packs von dem neuen Booster Pack aktuell. Deswegen könnte das wahrscheinlich noch schwer werden. Oh Gott. Warum hat das direkt zwei, ein 170er Angriff für 2 Energiekarten? Was ist das für ein Schwachsinn? Ernsthaft? Was zum Fick? So, dann switcheroon wir mal eben, um die Vergiftung verschwinden zu lassen. Ich ziehe ein paar Karten. Ein Gürtelchen. Mit dem wurde ich erzogen. Teamangriff. Zählt die nur als Drachenenergie, die Drachenenergie? Glücksei. Oh, Star Fox Adventures. Yes. Was soll er vorzumachen? Ich spiele auf jeden Fall viele Trainerkarten. Ich meine, das habe ich auch. Nur habe ich auch Pokémon gespielt. Was? Das ist ein beschissener 170er Angriff. Ich nehme das, nehme ich an. Das ist jetzt unvorteilhaft. Ich
Ich werde den Angriff nicht überleben können. Zikaden, bis ich 6 Stück auf der Hand habe. Ach Gott. Wenn ich den Angriff überlebe, ist es okay. Sind wir noch im Spiel. Aber wenn er jetzt mein Legios killt, dann bin ich raus eigentlich. Dann kann ich eigentlich nichts mehr machen. Es sind nur Pokémon wie Scoppel mit der Attacke, also eher schwache und stärkere. Das fällt mir gerade nicht ein. Tendenziell sollte man die sich also halbwegs einfach zusammentauschen können, denke ich. Das klingt nach einem Team, das ich haben will, ehrlich gesagt. Oh Gott, ja, ich bin tot. Schwachsinn. Ist auch wieder so ein Typ, der einfach nur ein einziges Pokémon hat. Warum habe ich am Anfang nicht meine extra Karten gezogen? Warum dachte ich, dass der Typ Haufen Scheiße sein wird mit seinem Deck? Warum dachte ich das? Das war so eine Fehleinschätzung von meiner Seite aus. Das ist dumm. Ich habe es erst noch nicht versucht, aber ich stelle es mir ziemlich lustig vor, am Anfang einen Haufen Pokémon wegzubilden, um damit wenigen noch zu spielen. Ja. Yeah. Das Deck ist halt so cheap von ihm. Ich hasse es. Oh mein fucking Gott. Macht er doch einfach so viel Schaden damit. Ich kann einfach nichts dagegen machen. Aber das ist das, was mich daran am meisten stört. Noch ein Teamangriff, auch wenn er mir nichts bringt. Hey. Es bringt mir halt alles nichts mehr an dem Punkt. Ich habe verloren. Du hast eine Sekunde Timeout verteilt, Lost. Das ist sehr hart. Ehrlich gesagt. Ich hätte meine Zusatzkarte am Anfang ziehen sollen. Warum wollte ich einfach nur ein fairer Spieler sein? Und dann komme ich mit so jemandem zu tun. Was ist das überhaupt für ein Shit-Deck? Warum spielt der ein einziges Pokémon unter einer Energiekarte und kann damit dann 170 Schaden austeilen? Wollt ihr mich verarschen oder so? Ich hasse es. Moment, das ist doch so viel mehr. Es ist wegen dem Stadion. Oh, ich habe keine Fähigkeiten. Das ist der Grund, wegen seinem dummen Stadion, das er noch 800 Mal gespielt hat. Damit hat er jedes Mal meins weggekickt. Gut gespielt. Nein, überhaupt nicht. Ich wurde bei Keggy im Streamchat gebannt, weil ich als Troll Keggy, du bist fett geschrieben habe. Ach so. Was? Stehe. versuchen wir es nochmal. Ich habe das Gefühl, hier sind zu gute Gegner für mich aktuell. Da kann ich nicht mehr mithalten. Das ist deprimierend. Jirachi-Hüllen. Diesmal werde ich meine Karten ziehen. Oh, Foli ist ja hier. Hey, Foli! Ich weiß nicht, ob man dich überhaupt hören kann, wirklich, ehrlich gesagt. Schon wieder Psychodeck! Ist das euer Ernst? Wirklich? K-
Kann ich auch mal wieder gewinnen? Was soll das? Oh, das ist ein verrückter Party-Deck. Oh mein Gott, das wird ein verrückter Party-Deck. Ich weiß es einfach. Oh, ich bin mir so sicher. Ich bin mir einfach so sicher, dass das eins wird. Ein Legios. Wie äußerst angenehm für mich. So, dann machen wir das. Und dann switchen Rune wieder eine Runde. Da ist mein Stadion. Wir machen Familienruf. Nächste Runde greife ich an. Jetzt holen wir erstmal die volle Party. Die erste Runde sehen die Gegner immer so aus, als ob ich easy gegen sie gewinnen könnte. Ich hasse es, wenn es über die erste Runde hinausgeht und sich herausstellt, dass ich in der Tat nicht leicht gegen sie gewinnen kann. Oh Gott, was ist das überhaupt? Umkehrboard. Okay, Rückzugskosten verringern sich. Okay. Hey! Es hat keine Resistenz. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall nächste Runde killen. Der Dan hat auch keine Weiterentwicklung, glaube ich. Ja, ich habe ein Deck nur mit Legios. Das ist das einzige Deck, das ich aktuell habe in dem Spiel. Oh, die Professorin, nicht gut. Fatality. 60 KP? Was zum Fick ist das schon wieder? Zitter gefügt für jedes Pokémon einen Ablagestapel mit verrückter Attacke. Oh, das ist ein verrückter Attacke-Team. Ich bin fucking RIP. Weil ich schon wieder eine Schwäche dagegen habe. Oh mein fucking Gott. Nimm eine Energiekarte. Ja. Ah. Die verrückte Party. Wenn das halt nicht vom Typ Psycho wäre. Vor allem, wenn sie... Oh, sie hat zwei von denen. Oh mein fucking Gott. Kann ich nicht einfach... Mein Gott. Kann ich jetzt mal nicht gegen dummes Psychodeck spielen? Ich hasse es. Ich kann gegen dumme Psychodecks. Was soll ich dagegen machen? Das ist meine Schwäche. Ich habe es mit dem Pflanzenteam versucht. Ich habe ein Smetbo, welches Verbrennung, Verwirrung, Gift erzeugt. Ich glaube, Smetbo ist schrecklich. Ist das ein Elektrodeck oder so? Eine grüne, eine lila Münze. Oh nein. Wehe, die bedeutet das, was ich denke, was sie bedeutet. Da bin ich nämlich nicht begeistert. Das war tatsächlich eine gute Starthand. Also, vielleicht sind wir wieder zurück im Spiel. Psycho! Ich hasse alles daran. Ich fange aber sowieso an. Das heißt, ich kann mir hier ein bisschen Zeit sparen. So, wir holen das. Dann spielen wir das Rad. Doppelfarblos, oder? Ich will die Kampfkunstschule. Die werde ich nämlich brauchen. Okay.
Psychotext. Oh Gott. Ich spiele schon so viel Schwachsinn. Folgendes Geruch. Oh, das stinkt so sehr. Boah, nee, da wird mir gleich schlecht. Ich sehe schon, du denkst also, du kannst mit dem Pokémon einfach so vergiften und damit durchkommen. Oh nein. So nicht, mein Freund. So nun aber nicht. Keine Energiekarte, so wie jedes Mal. Wir bekommen wenigstens ein Legos. Das erhöht mein Damage-Output etwas. So. Teamangriff. Hinfort! Oh, ich bekomme 4, okay. 4 Schadensmarken. Das ist okay, damit kann ich leben. Puh. Doppelfarblos, das bedeutet schlüpfriger Schlamm. Uiuiuiuiuiui. Der schlüpfrige Schlamm. Der schlammrige Schlüpf. Was will ich am besten machen an dem Punkt? Will ich einfach versuchen anzugreifen? Ja, wir versuchen es. Komm schon, Münzwurf. Was habe ich überhaupt sonst erwartet? Als ob der Münzwurf jemals auf meiner Seite wäre. Teilung. Er holt noch einen Slimer. Ja, wisst ihr was? Ich brauche mehr Karten. Die bringen mir alle nichts. Ich hasse es, der Typ zu sein, aber es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss die Rückzugskosten zahlen. Teamangriff! Das war eine Schwäche. Also hat er aber reingezwiebelt. So, hat er jetzt noch richtige Pokémon oder? Oh nein, warum habe ich die Frage überhaupt gestellt? Du kannst meinen Pokémon von der Bank keinen Schaden zufügen. Die nehmen alle 40 Punkte weniger Schaden. Oh Gott, wenn ich vergiftet werde, nehme ich super viel Schaden. Das ist nicht cool. Vergiftet. Oh, warum nehmen sie Schaden dadurch? Eigentlich nehmen sie auch weniger Schaden wegen dem Legos-Effekt. Hä? Okay, das ist seltsam. Und ich bin nicht begeistert davon, ehrlich gesagt. So. Ich kann nicht wirklich was machen gerade. Deswegen killen wir einfach das Smogmog. Ich hätte vielleicht eine Energiekarte an... Habe ich eine Energiekarte angelegt? Ich weiß gar nicht mehr. Schwerer Stiefel. Natürlich wäre ich vergiftet. Na, das ist okay. Ich kann mein Pokémon zurückziehen. Außer dem Kuchenbringer. Frischer Sap. Wie wir dem Dank. Man muss nur wissen, wie man die Vergiftung los wird. Dann gibt es kein Problem. Yes! Und so habe ich wieder mal gewonnen. Der unbesiegbare Champ ist zurück. Okay, holen wir uns das Booster Pack. Los geht's. Oh, yes. Was ist das für ein Name? Den kann ich nicht lesen. Zahl. Ich habe gewonnen. Ich würde gerne nicht anfangen. Ich hasse es, wenn ich anfange, ehrlich gesagt. Ah. Shit. Kein Pokémon für mich. Hm.
Ja, ist immerhin eins. Sieht sie die Zusatzkarte? Das ist jetzt die Frage. Endlich gehört Mungi zu den Leuten, die auch gewinnen können. Yeah, das ist quasi meine Stärke, gewinnen zu können. Hä? Glaubt ihr, sie hat schlechte Erfahrungen mit Lego-Stacks gemacht und hat direkt schon keine Lust mehr gehabt? Das ist ein Sieg nach meinem Geschmack, ehrlich gesagt. Oh, yes. Whisky, Tango, Foxtrot im NATO-Alphabet. Ist WTF. Sie hat es einfach nicht gefühlt. Also geht's mir öfter, wenn ich mit Mädchen zu tun habe. Ah, komm schon. Kann ich nicht einfach mit dem Pokémon wieder starten? Gib mir ein Pokémon. Komm schon. Gib mir was Gutes. Ein Legios. Da ist ein Legios. Aber ich glaube, es waren mehrere Versuche, die ich verkackt habe gerade. Das ist ziemlich beruhigend. Wie viele Karten kann er dafür ziehen? Der Fancy Nick. 3. 3 Bonuskarten. Das ist nicht schön. So, ich werde diesmal meine Kampfschule nicht direkt zuerst spielen. Die Lektion habe ich nämlich gelernt. Das geht nie gut aus, wenn man das macht. Es läuft nämlich immer darauf hinaus, dass der Gegner deine Stadionkarte spielt. Ich warte erst, bis er eine spielt. Und dann lege ich meine. Okay. Sieg durch Penetranz der Deckart. Ich weiß, ich habe das Gefühl, wenn man irgendeine V-Karte, irgendwelche in seinem Deck hat, ist... Jo, das ist eine schnelle Transformation. Au. Ich bin jetzt verbrannt, verwirrt und vergiftet. Ja, was zum Fick? Was ist passiert? Was zum Teufel ist passiert? Wie rette ich mich aus dieser Situation? Wie üblich ist das, funktioniert das nicht? Nein, ich brauche auch ein normales Legios. Denn mein Legios, mein anderes, wird gleich sterben. Dann brauche ich ein Backup. So, versuchen wir Familienruf. Yep. Das war zu erwarten. Was, wenn er keine Stadionkarte hat? Ich weiß es nicht. Da möge Gott mir beistehen. Dieses Smetbo ist super eklig. Ich glaube, ich würde gerne ein Pflanzendeck machen, was auf dem Smetbo aufbaut. Das scheint so eklig zu sein. Es gefällt mir. Wer hat das vorhin angemerkt? Frogger? Ich weiß genau, was du meintest inzwischen. Oh, ich hasse das Glücksei so sehr. Oh, das bringt gar nicht. Ah, okay. Ich hasse es doch nicht so sehr, wie ich dachte. Ich kann nichts machen. Das ist nicht cool. Will ich angreifen oder Familienruf? Ich mach Familienruf. Ja, das Gefühl, ich brauche wenn dann sowieso mehr Damage, bevor ich angreife. Das Problem ist, dass ich aktuell keine Karten auf der Hand habe. Oh, er hat nur dieses Raupi. Oh nein. Es kann direkt von Raupi zu Smetbo werden, mehr oder weniger. Safcon hat die Fähigkeit, dass man direkt in der ersten Runde schon das Smetbo rauflegen kann. Smetbo kann halt direkt mit einer Energie schon seinen größten Damage austeilen. Beziehungsweise die ekligste Sache, die es machen kann. Da ist die Stadionkarte. Oh, jetzt kann er direkt nach seiner Pflanzentwicklung searchen. Ich muss die Pokémon-Kommunikation aus meinem Deck rauspacken. Diese Karte ist dermaßen trash. Sie bringt einfach nie was. Ich habe die noch nie eingesetzt, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich sie überhaupt hier drin habe.
Oh, schön. Ich hasse es. Oh, ich hasse es so sehr. Aber hey, ich bin nicht mehr verbrannt. Nur noch vergiftet und verwirrt. Ich habe keine... Oh mein Gott. Okay. Er darf zwar Karten ziehen, aber... Ich kann dafür meine Preiskarte nehmen. Oh mein Gott. Oh, hier ist ein Leg... Ah, das kann ich auch nicht spielen. Shit. Egal, es bringt nichts. Es wird so oder so nichts bringen. Ist nicht unbedingt ein Deck, das viel Damage austeilt. So. Wenn das Würfelglück nochmal auf meiner Seite ist, könnten wir wieder okay im Spiel sein. Ich denke, das größte Problem ist aktuell, dass ich schlicht und ergreifend keine Karten auf der Hand habe. Oh nein, Nein. Es werden noch auf mein Legos werden zusätzlich noch Schadensmarken gelegt zwischen den Runden. Ich glaube, mein Legos ist gleich tot. Oh Mary, die bräuchte ich auch. Das ist so eine gute Karte. Oh Gott. Na, dann wiederum. Die Hand scheint mir was zu bringen. Bringt sie mir was? Sollte. Wir werden sehen. Verbrannt. Vergiftung. Ich glaube... Ja, das ist... Oh, das ist katastrophal. Was soll ich denn machen am besten? Das war nichts. Da ist mein Legios. Das hätte ich gerne. So, dann würde ich das gerne legen. Und dann... legen wir unsere Karte auf den Ablagestapel und schauen, was ich machen kann. Oh, das ist sehr gut. Das trifft sich ja gerade gut. Lass mich zwei Pokémon wieder in mein Deck mischen. Meine zwei Legios, die will ich wieder haben. Haben wir hier vielleicht was Brauchbares für mich? Brief vom Prof. Gut genug. Okay. Teamangriff. Das ist okay soweit. Das könnte schlechter laufen. Das ist eigentlich prächtig kräftig. Yeah. Wenn es nicht direkt zu, wenn es nicht instant zu Smetbo wird. Oh, fuck. Fuck. Egal, ich werde mein Legios einfach nächste Runde zurückziehen. Wenn es bis nächste Runde überlebt, dann werde ich das Smetbo direkt los und dann, sind wir wieder zurück im... Oh nein. Oh nein. Nein, meine Stadionkarte. Das ist halt so ein ekliges Deck. Oh mein Gott! Vergiftung. Wie viel Schaden nehme ich durch die Verwirrung? 40 Punkte? Au! Au! Oh, das tut so weh! Au! Okay, zum Glück habe ich noch einen Switcheroo an den Tag gelegt. Dann lege ich meine Stadionkarte. Dann legen wir unsere doppelfarblose Energie und wir killen ein weiteres beschissenes Mütbo! Worauf läuft das Deck hinaus? Läuft darauf hinaus, dass ich ja sehr viele Legios spiele. Die normalen Legios bekommen pro Legios auf der Bank, machen sie nämlich 30 Punkte mehr Schaden. Und die Legios V bringen, dass jedes Legios V den Schaden, den... sämtliche Legios nehmen um jeweils 20 Punkte verringern. Das heißt, meine Legios nehmen 80 Punkte weniger Schaden, machen 150 Damage für 2 Energien. Was ganz nett ist. Oh, dieses Deck ist so eklig. Aber immerhin können wir jetzt das Ganze unter Kontrolle bringen. Ohne allzu viele Probleme.
Wir legen die Doppelfarblos weg. Dafür holen wir den Knaben und dann machen wir nochmal den Teamangriff. Ein weiteres Mal. Er hat aufgegeben. Wenn der mein Smetbo besiegt, bin ich raus. Das war sein letztes Smetbo. Sein Team war am Ende an dem Punkt. Flammende Finsternis. Das habe ich mir ja sowas von verdient. Da muss ich gleich aufs Klo. Wollen wir es jetzt? Wisst ihr was? Ich gehe aufs Klo. Und dann packen wir das Pack mit dem Glückshut aus. Was haltet ihr davon? Und dann hole ich mir meine Tag-Team-Karte. Yes! Das ist ungefähr mein Deck mit dem Smetbo. Oh, das ist so eklig. Mir ist schlecht. Also. Oh mein Gott, ich musste so dringend aufs Klo. Hat Fanny eigentlich einen Freund? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nicht mehr. Oh, ich habe noch 4 Packs zum Tauschen. Egal, wir machen das eine Billo-Pack auf. Ich hoffe, das war jetzt eins der Billo-Packs. Oh yes, Reverse Holo Rare. Ugh. X-Bad V! Yes! Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt vergiftet. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus der Hand auf deine Bank spielst, kannst du so lange Karten ziehen, bis du 6 Karten auf der Hand hast. Du kannst diese Fähigkeit nur einmal pro Zug einsetzen. Was? Yo! Oh mein Gott. Diese Fähigkeit? Yo. Wenn ich Platz auf der Bank in meinem Team hätte, dann würde ich das verwenden. Okay, ich habe das Billo-Pack aufgemacht. X-Bad ist so selten. Ich denke nicht, dass X-Bad seltener ist als andere. Ich denke, es ist einfach nur nützlich als die anderen Wii-Karten, oder? Oder ist es wirklich seltener? Wenn ich irgendwann dran denken würde, würde ich diese Lied übrigens aus der Playlist kicken. Das ist super langweilig und nervig. Zahl. Ah, ich habe wieder verloren. Dante. Oh. Wir haben es hier mit dem Teufel höchstpersönlich zu tun. Mehr oder weniger. Aber er bringt die Teufel vielleicht zum Weinen. Okay, ein Versuch. Sehr schön. Wer fängt eigentlich an? Ich fange wahrscheinlich an. Ich fange immer an, wenn der Gegner die Wahl hat. Ich hasse es nämlich anzufangen. Ist das euer beschissener Ernst? Wirklich? Jedes Mal ein dummes Psychodeck? Wirklich? Vor allem hat er Drachenhöhle. Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Psychodeck, Drachenhöhle. Beziehungsweise Box, schwarz-weiß Hüllen. Was machst du überhaupt? Oh, und das ist das gleiche Deck, gegen das wir schon mal gekämpft haben. Nur hatte der Gegner beim letzten Mal einen Giratina. Oh mein fucking Gott. Oh, ich bin jetzt schon wieder so wütend. Ich bin auf 180. Wisst ihr das? Und da werde ich auch so schnell nicht mehr von wegkommen. So, 3 Basis-Pokémon. 1, 2, 3. Seien wir realistisch. Ich brauche jede Verteilung, die ich bekommen kann. So, dann spielen wir das. Dann durchsuchen wir mein Deck. Oder auch nicht. Spielen wir das. Und dann haben wir richtig reingescheppert. Wir müssen direkt früh im Duell Dominanz zeigen. Wenn ich das irgendwie unter Kontrolle bringen will. Sehr frühe Dominanz ist essentiell wichtig in dieser Situation. Seht ihr? Er versucht jetzt schon mir auf der Nase herumzutanzen. Das ist nicht gut. Solange er nichts hat, womit er angreifen kann, sollte aber alles okay sein.
Oh, da ist das Girat. Gott! Man kann... Was zum Fick ist diese Karte? Wenn du im Ablagestab bist, holst du es wieder und dann legst du zwei Schadensmarken dafür noch auf Pokémon deines Gegners. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder so? Das ist so ein kolossaler Schwachsinn. So, und jetzt wird er mich angreifen und mein Pokémon werden sterben. Dieses Deck ist... Oh mein Gott, dieses Deck ist so toxic, obwohl es ein Psycho-Deck ist. Oh, ich hasse es so sehr. Was ist das für ein Tag-Team? Küssen die sich? Umarmen die sich? Machen die Titanic-Szene nach oder was? Das ist keine vernünftige Tag-Team-Karte! Ich bin nicht begeistert. Komm schon. Schlag. 320! Ich glaube, das reicht nicht mal, um das dumme Giratina zu killen. Oh, ich bin so kurz davor, auf Aufgeben zu drücken. Ich habe keine Lust auf diese Scheiße hier gerade, wisst ihr das? Ich habe so dermaßen keine Lust darauf. Dieses Giratina ist einfach so kompletter Abfall. Das ist einfach so eine beschissene Karte. Dieses Giratina... Okay, wir werden eine Petition machen und wir werden das Giratina bannen. Und das war mein... Ach Gott. Wir werden jedes Giratina nehmen, das existiert, und wir werden es vernichten. Das war die falsche Karte. Mm. Außer ich ziehe noch ein Legios, was unwahrscheinlich ist. Oh Gott. Ich bekomme nicht mal seinen Giratina gekillt. Okay, wisst ihr was? Nein. Fuck. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Oh, dieses Giratina ist so... Oh mein Gott, ich hasse die Giratina so sehr. Was ist das für eine Karte? Es geht auf den Ablagestapel, dann kommt es in der nächsten Runde wieder und fügt mir Schaden zu. Pokémon auf meiner Bank. Was zum Fick? Psycho! Ich wollte mich verarschen oder so. Zwei Versuche. Ich brauchte mal ein Pokémon zu kommen. Okay. Damit kann ich leben soweit. Wenn das ein Giratina-Deck ist. Mewtwo EX. Hä? Okay.
Holt er sich Mega Mewtwo EX oder so? Warte, was hat er sich geholt? Habe ich das gesehen? Oder habe ich nur nicht aufgepasst? Ich brauche normales Legios. So komme ich an keins. Rückzugskosten von 2. Das ist ziemlich fürchterlich für mich, aber bekommen wir alles hin, bekommen wir alles hin. So. Muskelband. Hat er nur alte Karten? Das sind nur alte Karten, oder? Es reicht nicht mal fast. Lege ich auf ihn Energie, denke ich. Dann machen wir das. Oh, was mache ich denn? So kann ich nicht austauschen. Oh, das war dumm. Und es ist nächste Runde tot. Warte, was habe ich gemacht? Das war so dumm. Ich habe einen großen Fehler gemacht gerade. Ich hätte auswitchen müssen. Oh Gott. Vor allem dachte ich, dass ich den Angler ziehe, mit dem ich dann was auswechseln kann. Warte, ich glaube, ich werde gegen das Mewtwo verkacken, ehrlich gesagt. Wenn ich genau drüber nachdenke gerade. Wie schaffe ich ja überhaupt, gegen das fucking Mewtwo zu verlieren? Was? Hä? Hä? Ah. Machst du deinen GX-Angriff? Ich meine, ich wäre froh darüber. Das spart mir einiges. Oh. Das ist jetzt so ein bisschen Shit für mich, ehrlich gesagt. Wir werden ein bisschen auf Zeit spielen. Ja. Wir warten noch eine Runde. Hat das zufälligerweise eine Resistenz gegen Psycho? Nein. Das heißt, ich kann nächste Runde dann das Psyana killen. Sharon, Full Art. Psyana EX. Ah. Ich hab dir eine Aufmunterung geschickt. Was hast du mir geschickt? Oh Gott, von dem dummen Psyana besiegt. Das ist das Schlimmste. Wenn ich nicht die ganze Zeit gegen Psycho antreten würde. Das würde mein Leben so sehr vereinfachen. Aber jedes Mal, es ist meine dumme Schwäche. Ich kann halt nichts dagegen machen. Keine Ahnung. Greif mir an. Gigastoß. Zwei Preiskarten. Okay. Hast du auch andere Decks, die aktuell spielbar wären? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich weiß noch nicht ganz, auf was für einen sich gehen könnte am besten. Ah, klar. Schicke ich den raus, wenn es dir lieber... Oh mein Gott, warte. Das war dumm. Warte, warum hast du das gemacht? Warum hat er das gemacht? Er hat diese ganzen Full-Art-Trainer. Oh. Gewaltiger Damage. Aber warum würdest du nicht das, an das Energiekarten angelegt waren, damit killen wollen? Oh mein Gott, warte, ich sehe gerade, ich hab so gut wie verloren. Oh mein Gott. Ich bin gleich raus. Oh, das ist fantastisch.
Das ist absolut bezaubernd. Keine Energiekarte. Das ist okay. Ich weiß auch nicht. Mach mir mal einen Gigastoß. Freuen uns, dass wir wenigstens das Psyana soweit loswerden. So, wenn ich die Runde jetzt noch überlebe, sollte ich gewinnen können. Ah, sollte ich denn gewinnen können? Ich kann nächste Runde ja trotzdem das Mewtwo killen in einem, mit einem Angriff. LCDO, 13 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ja, und die Kosten für seine Angriffe sind auch noch gesenkt. Oh mein Gott, habt ihr das Mewtwo EX gesehen? Ja. Ja, das scheint okay zu sein. So. Das verschafft mir direkt etwas Zeit. Dann würde ich sagen, ich wechsle mal eben aus. Und wir hoffen auf das Beste. Teamangriff! 160. Oh mein Gott, das heißt, wenn ich noch eins geholt hätte, hätte es gereicht. Fuck! Fuck! Oh, ich hätte noch einen Legios holen müssen. Hätte ich direkt gewonnen. Und so wird er jetzt meinen Pokémon noch killen und ich bin raus, richtig? Moment, seins ist auch... Oh ne, er hat sich geheilt. Okay, wir machen jetzt doch einen Kampf. Wenn das wieder ein Psychodeck wird, bin ich so raus von der Scheiße, wisst ihr das? Habe ich keine Lust mehr. Ich kann mit dem Deck schlicht und greifend nicht wirklich gegen Psychodecks gewinnen. Oh, Feuer? Okay. Okay, ich sehe keine Psychohülle und keine Psychomünze. Das ist der gute Stoff. Ich bekomme nur keinen Anfang mehr hin. Oh. Das ist alles irgendwie in den letzten paar Duelle sehr viel schlechter geworden. Wie viele Runden waren das? Zwei? Zwei Versuche ist okay. Ups. Ich denke nicht, dass er Psycho haben wird. Feuer ist nämlich auch ziemlich stark. Feuer allein sollte schon ausreichen, um mich zu killen. Das ist das Problem daran. Ich denke, wir wollen die Energie haben. Okay. Soweit, so gut. So viel zu meiner Runde. Giftstich, das heißt, er wird vorhaben, mich zu vergiften, nehme ich an. Wenn ich dann einfach mal raten müsste. Ich brauche keine von den Karten. Ich werde ehrlich gesagt 7 neue Karten ziehen. Das wäre mir lieber. Kein Angler? Wirklich? Wirklich? Das ist nicht gut. Ja, weiß ich, glaube langsam mein Deck ist trash. Ich glaube langsam mein Deck ist wirklich nicht gut. Ja, jetzt würde ich aber oft genug auf den Sack bekommen jetzt dafür, um das zu akzeptieren. Dann wiederum werde ich jetzt gewinnen. Ja, was streichen wir das? Ich gewinne jetzt einfach. Okay. Bringen wir es einfach zu Ende. Vielleicht ist mein Deck doch ziemlich... Oh, er hat meine Fertigkeit ungültig gemacht. Warum macht eigentlich jedes Pokémon... Warum hat jedes Pokémon den Effekt, dass Ausrüstungen nichts mehr bringen? Ist das die Karte? Es passiert einfach ständig. Langsam finde ich das nicht mehr lustig. Das ist ziemlich gut. Okay, pass auf, folgende Sache. Hol mal dein Vulnoda ran! Haben wir hier vielleicht eine Energiekarte? Damit bekomme ich nie eine Energiekarte. Das ist bezaubernd. Oh, ihm fehlt ja noch eine Energie. Oh, das war so ein dummer Fehler. Warum habe ich das gemacht?
Ich weiß auch nicht, was ich an dem Punkt noch mache, ehrlich gesagt. Ich kann es euch beim besten Willen nicht mehr sagen. Greifen wir an. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so viele Fehler gerade gemacht. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich glaube auch nicht, dass ich heute noch ein Duell gewinnen werde, ehrlich gesagt. Na, warum gilt meine Ausrüstungskarten? Ist das... Oh nein, ist das meine... Oh, war das meine Dingens? Ich glaube, das war meine, meine Arena-Karte, die das macht. Soll ich mal im Hinterkopf behalten, nehme ich an. Ja, das ist kräftiger Damage. Ich kann die Kampfkunstschule wieder zurückholen. Warte, ich hätte gar keine... Energiekarte da ranlegen müssen, fällt mir gerade auf. Ich habe schon wieder einen dummen Fehler gemacht. Oh, ich mache nur noch Fehler. Was? Ah ja, Volnona ist ja noch da. Kann ich nicht einfach aufgeben oder so? Los geht's, Teamangriff. Yeah. Hätte ich besser zurück, Volnona. Ich mag mein Deck nicht mehr. Ich dachte, es wäre gut. Warum hast du nicht angegriffen? Will mich verarschen oder so? Ich glaube, der Depot will sich einfach nur über mich lustig machen, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal mehr Energiekarten. Wie kann ich jetzt schon keine Energiekarten mehr haben? Oh Gott. Ich habe keine Energiekarten mehr. Was mache ich hier überhaupt? Ich habe aufgegeben. Lass mich in Ruhe. Lass mich jetzt aufgeben. Versuchen wir noch eine Runde. Oh mein fucking Gott. Ich hätte keine Energiekarte, was hätte ich denn machen sollen? Oh Gott, das ist so dermaßen schlecht geworden. Ich glaube, ich wurde höher gestuft und kämpfe jetzt gegen Spieler mit einem Deck, das sich nicht zu 50% selbst ausschaltet. Deswegen kann ich nicht mehr gewinnen. Ich will nicht anfangen. Ich starte wieder mit nichts. All die Nachteile meines Decks haben sich so deutlich gezeigt. Das ist eine schlechte Ausrede. Nein, es ist nicht. Das ist eine gute Ausrede. Ah, wir fangen damit an. Dich. Urge. Resistenz gegen Kampf übrigens fürs Protokoll. Falls es daran Zweifel gab, zu irgendeinem Zeitpunkt. Nein, lass mich noch ein Fahrrad mitnehmen. Ich brauche jetzt eine gute Unterstützerkarte. Komm schon. Gut genug. Gut genug. Gut genug. Erfüllt seinen Zweck. So, dann spielen wir noch das. Wieder keine Energiekarte. Ich habe viel zu wenig Energiekarten im Deck. Langsam, aber sicher beschleicht mich diese Ahnung. Dann spielen wir das. Und dann hoffen wir mal auf das Beste. Oh, die Arena. Soweit so gut. Aber nicht ein einziges weiteres Legios. Entsetzlich. Oh, mehr Legios. Komm schon.
sonst werde ich kein Damage austeilen. Ich glaube, mein Legos wird jetzt gewone-shottet oder sowas. Wo ist mein Optimismus hin? Versuchen wir das Beste. Ich überlege, ob wir schauen wollen, ob ich danach noch eine Runde von diesem, shit, wie heißt das eine Call of Duty Combat Evolved oder sowas? Von dem, eine Runde machen oder so. Oh nein. Die Entwicklung vom Shigi zu Turtok. Oh nein, es ist dieses Deck, bei dem man sich unfassbar viele Energiekarten anlegt. Kannst du kurz erklären, was dein Legos so stark ist? Ich weiß nicht mehr, wann ich zuletzt eine Runde gewonnen habe. Ich kann nicht erklären, was dein Legos stark ist. Denn ich glaube, die Antwort wäre nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Sie scheinen mehr ein Gimmick zu sein als ein tatsächliches Stack. Zumindest gewinne ich einfach gar nicht mehr. Zwei Basis-Pokémon. Ich habe noch ein Legios, immerhin. So, versuchen wir das. 120, das ist nicht genug. Ich glaube, mein Legos ist down. Mächtiger Schwall. Oh Gott, was macht das jetzt? Killt es jetzt wieder ein Pokémon auf meiner Bank? Warte, das ist dumm. Warum killst du meine Pokémon auf der Bank? Ich meine, du kannst mit Preiskarte abstauben, ja, aber... Aber das ist doch dumm. Was machst du da? So eine dumme Idee. Wie viel Schaden mache ich mit Teamangriff? 120, ich mache 160 damit. Das ist zufälligerweise genug. Shit, ich muss auch tauschen! Fuck! Gott! Ich hatte verpeilt, dass ich auch tauschen muss. Egal, jetzt killen wir das Turtok. Das ist eigentlich ganz gut, weil er noch Energiekarten rangelegt hat. Es reicht sowieso nicht, um mich zu killen. Ja, yeah, alles unter Kontrolle soweit. Auch wenn es nicht so aussieht. Er hat aufgegeben. Nee. Ich will noch die dumme Karte. Mir fehlen noch 10 Punkte. Okay, komm schon. Ich meine, es war ein easy win. Oh, ein Elektrodeck. Yes. Keine Ahnung, wo man aufgegeben hat. Lest doch mal die Karteneffekte. T-T. Was für ein Karteneffekt genau meinst du jetzt? Ich mag es, wenn Leute sowas sagen, statt einfach zu sagen, oh hey, Karte X kann übrigens noch das, einfach nur, oh, lies doch mal richtig! Jetzt mach doch mal! Da würdest du wissen, was es macht! So hilfreich. Das könnte ein kritischer... Damit um, ich kann direkt in Runde 1 anfangen. Es könnte gut werden, es könnte kritisch werden. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh Gott. Ein Kapuriki. Aber dadurch, dass es Elektro-Team ist, könnte ich eventuell sogar gewinnen. Hey. Gewinnen. Das wäre super. Das wäre ja was. Ich mag es, dass der Familienruf, den ich gemacht habe, dass sie... Ach ja, das ist wegen...
Oh, man muss mehr als... Okay, okay, das funktioniert nur, wenn ich... Oh, okay, wenn ich mir verbleibende Preiskarte als mein Gegner habe, dann funktioniert der Kampfgurt. Der Kampfgurt ist so schlecht. Ich muss den Kampfgurt und diesen einen Poké-Kommunikator aus meinem Deck rauspacken. Oh nein, 80 Punkte Schaden. Glaube ich. So, schwächer Zapdos aus seiner Resistenz gegen Boden bzw. Kampf. Hervorragend. Erhöht noch die HP von seinem Zapdos. Elektrokraft. Oh, Elektroattack macht 30 Punkte mehr Schaden. Ich habe aus irgendwelchen Gründen 10 Punkte Schaden genommen. Eine andere Arena. Oh. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Seid ihr davon? Hä? Was schaltet ihr davon? Ich bin zurück im Spiel. Nein, ich war nie weg. Jetzt Teamangriff. Der nicht ausreicht. Das heißt, ich bin jetzt RIP. Ich hätte auswechseln sollen. Das war ein Fehler. Ich hätte diese Runde und nächste Runde auswechseln sollen. Ah. Ich habe auch keine Karten mehr auf der Hand. Oh, das läuft alles so mies inzwischen. Warum läuft das inzwischen alles so schlecht? Das hat so gut angefangen. Warum funktioniert einfach nichts mehr? Was ist passiert? Wenn ich jetzt so die Effekte lesen könnte. Was zum Fick ist das? Was? Was? Ich weiß nicht mal, was das jetzt überhaupt war. Nur eine Idee, vielleicht ist man sehr unflexibel mit nur einem Pokémon. Ja, yeah, aber für alles andere fehlen mir die, ich weiß nicht, ob ich überhaupt anfangen soll mit dem anderen Deck, ehrlich gesagt. Das ist das Problem. Schau euch das die Den GX an. In Full Art. Was für eine Karte. Was mich, glaube ich, am meisten gerade anpisst, ist, dass er einfach nicht angreift. Er kann es auch einfach zu Ende bringen. Greif einfach an. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal fast irgendwas machen. Warum hat er nicht einfach angegriffen? Verrückte Party, sage ich euch. Ja, wie gesagt, ich hatte kaum Packs davon. Von dem Verrückte Party-Dingens. Na dann ziehe ich noch ein paar Karten. Okay. Soweit so fürchterlich. Ich glaube, ich sollte Pokémon-Fänger in mein Deck packen. Wisst ihr was? Beenden wir die Scheiße. Beenden wir das direkt. Lass mich in Ruhe damit. Lass mich direkt ein paar nutzlose Karten aus meinem Deck packen. Also, den Kommunikator verwende ich nie. Das Teil bringt eigentlich auch so gut wie nie was. Und damit meine ich, es bringt nie was. Das kann eigentlich an sich also auch weg. Das heißt, wir haben dann den Fänger. Davon packe ich zwei Stück rein. Und dann packe ich vielleicht zwei mehr Kampfenergien rein. Kann ich nicht einfach... Yeah. Okay. Na, warte, ich will den Kampfcode auch noch rauspacken.
Gut, dass ihr mich daran erinnert. Der Kampfcode war nämlich auch komplett nutzlos. Was kann ich sonst noch reinpacken? Ich habe überlegt, ob ich Monte Carlo in das Deck packen will. Ah, dann habe ich wieder so viele verschiedene Pokémon. Aber ja, Monte Carlo ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Einfach weil man aus dem Friedhof direkt dann Energien verteilen kann. Drei Karten ziehen ist gar nicht mal so gut. Weil man das, weil es ein Unterstützer ist, davon kann nur einen pro Runde spielen. Ich habe mehr Energie reingepackt. Davon brauche ich auch keine drei Stück. Vielleicht sollte ich Conny auch wieder reinpacken, ehrlich gesagt. Was haben wir sonst noch für eine random Karte? Was wäre für eine random Karte gut? Eine Energie kann man mit AP-Teiler verschieben. Ich glaube, das ist nicht ganz wert. Was hätten wir noch alles? Wenn er jetzt Zug ist, fügen Angriffe in der Pokémon negativen. Einer von beiden Effekten. Glückshelm wäre interessant an sich. Ich denke, ich bräuchte eher noch irgendeine Karte, mit der ich was ziehen kann. Ich will aber keinen Unterstützer. Zwei Karten ins Deck mischen, eine ziehen. Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Dein Zug endet? Oh Gott, ich dachte gerade, das ist gut. Vielleicht sollte ich einfach Roller Skates nochmal reinpacken. Wir machen einmal Roller Skates. Die können für den Fall der Fälle eine gezogene Karte sein. Jetzt nicht Pokémon, die eine Synergy mit deinem Legos haben? Bestimmt. Ah ja, shit, das Problem mit der Monte Carlo wäre auch, dass da meine Bank nicht mehr voll wäre mit Legios. Dafür bräuchte ich noch mehr Himmelsfelder. Ja, ich kann mit dem Deck auf jeden Fall noch einiges verbessern, aber ich weiß auch nicht ganz wie. Steht ihr? Wir machen noch ein Duell, danach sind wir, glaube ich, fertig für heute mit dem Spiel. Die Frage ist nur dann, was will ich machen? Will ich danach in das Call of Duty reinschauen oder wollen wir eine Watch Party machen? Oder eine kleine Watch Party. Keins von beiden. Du wurdest nicht gefragt. Auch Normal und Elektro, wenn ich hiergegen auch verkacke, dann ist es wirklich schwach. Ich wäre auch dafür, dass Call of Duty reinzuschauen. Kannst du die anziehen, ein Deck packt mit der Fähigkeit, fügen alle Kampf-Pokémon dem Gegner 20 Schadenspunkte mehr zu. Ja, aber ein Legios auf der Bank sorgt dafür, dass meine Legios 30 Punkte mehr Schaden machen. Was soll ich da mit dem Dianzi, das 20 Punkte bringt und dafür einen Slot wegnimmt? Das bringt mir ja nichts. Oh mein Gott, dieses dumme Mew. Oh, das ist wieder so ein, das wird wieder ein anstrengendes Deck. Das erkennt man gut daran, dass sie schon seit Ewigkeit in ihrer Runde sitzt. Und nicht wirklich viel macht. Außerdem, Death Row Eco. Zwei Monate, Resub, vielen lieben Dank. Oh boy, warte, das ist gut für mich in dem Fall. Das ist sogar gut! Ich war kurz davor, genervt zu sein, dann hat sich herausgestellt, dass es eine gute Sache ist.
Wenn man so ein Sonntag denkt, ja. Nein. So, was haben wir hier? Ich will die Kampfenergie definitiv. So, dann holen wir den Knaben rein. Doch, farblos. Nein, keine farblose Energie. Ah, das ist okay. Das ist okay. Mach einfach mal Familienruf. So, das sollte meine Verteidigung noch schon mal etwas erhöhen. Bei Legio ist es abhängig, wie viele auf der Bank liegen. Bei Janzi hat man dauerhaft 20 Punkte mehr. Ja, bei Legios auch, wenn ich nur Legios im Team habe. Oder was meinst du? Ich weiß nicht, ob die Legios wie zwangsweise so viel davon profitieren, wenn sie 20% mehr, 20 Schaden mehr machen, meine anderen Legios dafür weniger. Gratis Rückzugskosten. Oh, ach, das ist das verrückte Party-Deck wieder. Oh, das ist entsetzlich für mich. Das ist fürchterlich. Den hat aber keine verrückte Party. Damit um, ist es ein verrückte Party-Deck? Vielleicht war es auch nur zu. Hä? Hä? Oh, yes! Gebt mir mein Pikachu und Zekrom GX! Tag Team! Und am Ende habe ich doch noch gewonnen. Oh, man kann noch eins holen. Man kann auch zwei Booster Packs bekommen. Yo. Kann auf jeden Fall aber online noch ein paar Matches machen und schauen, ob ich noch was hinbekomme. Und wir werden sehen, ob ich Warzone überhaupt jemals wieder versuchen werde, an dem Punkt, ehrlich gesagt. Also als Aufmunterung jetzt deine Prinz gucken. Ich weiß ja nicht, was du mir damit sagen willst. Ich will Versus machen, nehme ich an. Ja, machen wir Versus. Damit nur braucht für die nächsten Coins wirklich viele Punkte. Aber wir kommen doch langsam immer mehr Zeug, je mehr man gewinnt. Jetzt bin ich richtig in der Season drin. Voll Battle. So Pokémon drauf, hab das nie verstanden. Wie, du hast es nie verstanden? Hast du die Regel nie durchgelesen? Code Privatnachrichten. Oh shit. Oh, da ist noch ein Code. Yo. Okay, einen Versuch habe ich gebraucht. So. Gott, ich bin mein Deck gerade. Jetzt, wo ich mein Deck wieder sehe, ich bin so leid. Oh, ich hasse mein Deck aktuell. Und was für ein Code? Oh shit. Ich werde die gleich einlösen. Ich habe die Nintendo Direct nicht gesehen, aber ich habe den Trailer zu dem 3D Mario Dingens gesehen. Was an sich für mich persönlich relativ belanglos ist, aber oh Gott. Oh mein Gott, so viele Karten. Aber Super Mario Sunshine, das neue wird ziemlich cool. Das heißt, darüber werde ich mich nicht beschweren. Ich werde mich generell nicht beschweren, aber ihr wisst, was ich meine. Gib mir die Roller Skates. Lass mich Karten ziehen. Unglücklich. Unglücklich. Oh, schlagen wir zu. Schlagen wir zu. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe mehr Lust auf Super Mario 16 Galaxy. Der Galaxy kann man so. Galaxy ist halt, wird halt nicht anders sein als auf der Wii U. Ich einfach mal raten müsste.
eine Feuerenergiekarte ablegen und dafür ziehen? Schläft sein Jirachi. Feuerkristall. Oh, diese Feuerdecks. Ich habe das Gefühl, die funktionieren besser als das, was ich aktuell habe. Tributanz. Oh mein Gott, wie viele Karten kann er ziehen? Was? Wie kann der Typ so viele Karten ziehen? Wer ist das? Mein Fan setzt sich nicht mehr auf 16 zu 9. Ja, ich denke, das wäre auch zu seltsam dafür, um zu programmieren. Oder vielleicht haben sie auch nicht versucht. Oh mein fucking Gott. Sag mal, kann ich auch mal wieder was machen? Dieses Deck, was er hat, ist auch nur da, um Gegner anzupissen. Schau dir das an. Er hört einfach nicht mehr auf. Oh oh, da kommt ein Angriff auf mich zu. Und der hat gereicht, um mich zu killen. Oh, hervorragend. Ich hätte gern meinen Legios. Dankeschön. So, dann schauen wir hier mal. Klar, weiteres Legios, warum nicht? Nein, das wollte ich nicht. Ich habe Rechtsklick. Oh mein fucking Gott. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Was für... Oh, warum passiert mir so ständig? Oh, das war unglücklich. Das war dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Ah, das war so dumm. Wir könnten danach mal schauen, was ich für Karten habe, um vielleicht auch ein anderes Deck zu machen. Dann können wir noch schauen, was ich für alles für Karten ertauschen könnte, denn... Oh mein fucking Gott. Was wären Karten, um die herum man ein Deck machen könnte? Abgesehen von dem, oh Gott, was war auch immer das für ein Angriff war, dieser Party-Angriff. Dieser fucking Typ! Er hat 5 Millionen Handkarten, 80 Energien... Und er macht einfach immer weiter. Spiel doch einfach! Der zieht sein ganzes Deck leer, ja. Warum machst du deinen Rage-Emote? Gib mir nicht die Schuld dafür, dass dein Pokémon zu scheiße ist. Ja, ich nichts dafür. Aber meins wird jetzt sterben. Das heißt, das ist okay. Was machst du? Greife an oder nicht? Well. Okay. Ich hasse es, ich kann mein Pokémon nicht zurückziehen. Es hat 2 Rückzugskosten. Okay. Ich glaube, er will mein Legios nicht so recht killen. Ich glaube, er profitiert davon, wenn er es am Leben lässt. Dankeschön. So, ich will das. Ich habe kein Legios mehr. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich meine, es reicht, um seinen Shitmon zu killen, aber trotzdem nicht gut. Oh, eine Angel. Oh, das ist sehr gut.
Was ist sein Deck eigentlich? Was macht er da überhaupt? Okay, Victini macht 20 Schaden mal der Anzahl von... Okay, er wollte einfach nur Feuerenergien auf seinen Ablagestapel bringen. Vermute ich. Sein Victini sollte an dem Punkt wirklich stark sein. Aber es ist nicht stark genug. Vor allem kann ich es nächste Runde einfach mit meinem Erlegios killen. Oh mein Gott. Alle zurück ins Deck, wirklich? Ja. Das war eine Menge Stoff. Zwei Pokémon zurück ins Deck, bitte. Meine beiden Legios. Hätte ich unglaublich gerne zurück. Dann würde ich sie auch gerne ziehen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ach, wirklich? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gib mir meine Legios. Warum habe ich die Energiekarte da unten angelegt? Gott! Ich bin so unaufmerksam. Ich habe die Energiekarte falsch angelegt. Ich mache auch ständig solche dummen Leichtsinnsfehler. Ich mache solche Leichtsinnsfehler. Deswegen verliere ich auch ständig. Sowas sollte halt nicht passieren. Jetzt stirbt mein Pokémon deswegen. Oder ein anderes. Oder auch nicht. Es hat Resistenz gegen Boden. Yeah. Nicht cool. Wie auch immer. Machen wir das Beste draus. Gib mir deinen Victini. Dann kommt der Gigastoß. Oh, farblose Energie. Yes! Doppelte farblos. Wann kommt eigentlich das Sneer Remaster raus? Sollte es nicht ungefähr in 2 Tagen rauskommen oder sowas? Gefühlt. Aber irgendwie kommt es nicht so ganz raus. Ich weiß wirklich nicht, was der Typ mit seinem Deck macht aktuell. Ich bin so unsicher. Okay, Urge, ja. Habe ich verloren? Ich habe verloren. Au. Oh, er hat einfach mein Pokémon auf der Bank angegriffen. Seht ihr, das hätte ich verhindern können, wenn ich einfach aufmerksamer gewesen wäre. Egal, versuchen wir es nochmal. Na, warte, ich wollte nach einem anderen Deck schauen. Oh. Ist das ein Psycho-Deck? Ist das ein beschissenes Psycho-Deck? Nuklear Gamer? Was ist das für ein Typ da, was sein Deck hier verfolgt? Die Deckbox und die Höhle lassen mich vermuten, dass es sich ja in der Tat um Psycho handelt. Was hat er? Komm schon. Wenn es Psycho ist, bin ich sofort raus. Ich habe so oft gegen Psycho-Decks heute gespielt, ich konnte nicht eins besiegen. Ich bin sowas von raus. Oh, ich bin so scheiß raus. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe damit. Lass mich einen Code eingeben. Wir haben ein Geschenk von Nogo. THQ D7JJU QDRHRV. Der THQ-Key. Meisterdetektiv Pikachu. Oh, yo. Yo, 4 Karten. Yo, jetzt kommt der gute Stoff. Oh Gott. Snubbel. Carpador. Und Bisasam. Das ist aber kein Shelterar-Garten. Oh, Mewtwo!
Wähle eine Attacke des Aktiv-Pokémon des Gegners. Jedes Pokémon kann jede Attacke während des nächsten Zuges des Gegners nicht einsetzen. Und das ist eklig. Bruchbrand, lege zwei. Ist okay. Yo. Und wir haben sogar das Mewtwo bekommen. So, ich wollte aber schauen. Was können wir für ein Deck machen? Standard. Lass mich ein neues Deck machen. Wir können natürlich mit Schlinking und Argoyon. Wir könnten damit versuchen zu arbeiten. Das wäre Gift und Unlicht. Ich denke, Gift und Unlicht wäre eine Überlegung wert, ehrlich gesagt. So, wir packen das mal rein und dann filtern wir einfach mal nach Unlicht und beziehungsweise Unlicht und Psycho. Ja, ich habe Mewtwo und Rüstung. Kannst du das aktive Pokémon des Gegners vergiften? Okay, Deponitox wäre wahrscheinlich interessant. Was wären da für interessante Karten? 10 kaufen Schwarzmarkt. Nice. Ja, lass mich direkt auf Schwert und Schild umswitchen. Damit wir uns die schwachen Karten sparen können. Das ist halt die ekligste Karte aller Zeiten. Ich könnte ein Unlicht-Deck machen, einfach um. Mach erstmal alle Wies rein. Also ja, das ist das ekligste von allen. Solange diese Karte in der aktiven Position ist, erhöhen sich die Kosten der Attacken des aktiven Pokémons deines Gegners um 1. Diese Attacke fügt für jeden des aktive Pokémon des Gegners eingelegte Energiekarte 30 Schadenspunkte zu. Das ist ein Pokémon, das vernünftig Damage austeilt. Ah ja, schauen wir nach den Wies. Ich glaube, ich habe. Muss ich nicht irgendwelche Wies noch haben? X-Bud. Äußerst interessant. Und ansonsten Katapultra. Aber will man das? Wenn dieses Pokémon während des Zuges von deiner Bank in das. Ich meine, wenn ich was habe, womit ich meine Pokémon viel switchen kann, ist das stark. Ansonsten nicht so sehr. Habe ich das Gefühl. Ich muss mal schauen, ob ich X-Bud ertauschen kann. Tauschen. Hätten wir da öffentliche Angebote mit X-Bud. Katapultra ist leider gar nicht mal so cool. Ich habe mal so gegen mich benutzt, er hat zwar trotzdem verloren, es war eklig. Aber er hat trotzdem verloren. Ich glaube, es sind keine Expert-Angebote, die ich annehmen kann. Warum ist Expert ein Unlicht-Pokémon? Ist doch eher Fluggift. Ich glaube, sie haben es umgeändert, dass Gift-Pokémon inzwischen eher Unlicht sind, statt der Psycho, wie es früher der Fall war. Wirklich? Sehe schon. Es gibt einige Angebote mit X-Bud V. Warum kann ich das nicht annehmen? Oh, weil es aus einem geschenkten Pack war. Oh nein! Die Leute geben so viel dafür. Ja, ich glaube, das wird nicht hinhauen. Wir werden jetzt einfach mal was anderes schauen, okay? Und zwar werden wir mal schauen, ob ich eventuell ein bisschen Geld verdienen kann in dem Spiel. Nämlich die gewöhnliche Angel. Die habe ich für 4 Packs gekauft. Für wie viel kann ich sie verkaufen? Angebot an mich. Was ist das für ein Schwachsinn? Da haben wir die Karten zu schenken. Was ist das? Das ist alles? Das ist viel zu cheap. Nein. Ich will nicht einfach alle Karten haben. Danke, aber nein. Warum kann man mir überhaupt einfach... Ich dachte, man muss in der Freundesliste sein, damit das geht. Wie gesagt, danke und sowas, aber nein. Dann wäre mein...
Oh. Die Leute geben nicht allzu viel für die gewöhnliche Angel. Die scheinen nicht selten zu sein. Eventuell habe ich einen schlechten Deal gemacht. Es wäre langweilig, wenn ich einfach alles hätte. Das ist kein gutes Angebot für die Angel. Ich glaube, ich habe zu viel für meine Angel ausgegeben, ehrlich gesagt. Wenn ich so drüber nachdenke. Ugh. Oh, eventuell ist es doch nicht so einfach, reich zu werden im Pokémon-Tauschdingens. Er gibt mir 3 Packs. Ich habe aber... Warte, wie heißt die Karte? Es war nicht Kampfstadion. Trainer, das. Kampfkunstschule. Kann ich für die was bekommen? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die ist auch relativ wertlos. Kampfkunstschule. Ah. Ja, die Leute sind nicht bereit, viel dafür zu geben. Oh, ich glaube, ich habe viel zu viel für das Zeug ausgegeben. Das ist fürchterlich. Immer nochmal Versus. Oh, das ist alles deprimierend. Das läuft alles nicht so, wie ich gedacht hätte. Ich dachte zuerst, ich habe ein neues Stack gemacht. Und die Welt liegt mir zu Füßen. Und dann habe ich angefangen, nur noch zu verlieren. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mir sonst noch für ein anderes Deck machen kann. Oh, es ist alles komplett den Bach runtergegangen. Ich werde mal googeln, was okay Decks wären. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht mehr versuchen, eins von mir aus zu erstellen. Das würde mich nicht hinhauen. Ja, ich will nicht anfangen. Lass mich wenigstens noch einmal gewinnen, okay? Das ist alles, was ich will. Ein einziger Sieg. Ein Glurak. Ungünstig für mich. Ich spiele das einfach, was soll's. Ich muss einen schnellen Start an den Tag legen. Für einen schnellen Start kann ich nicht einfach darauf warten, dass irgendwie, irgendwann auf magische Art und Weise was Brauchbares erscheint. Ich muss Karten ablegen. Ich muss bereit sein, Opfer einzugehen. Versteht ihr? Und dann spielen wir noch das Fahrrad. Ich glaube, ich will die Roller Skates. Die verwende ich nämlich dann auch direkt. Yes. Oh, jetzt wird noch eins. Aber nein. Ich werde einfach direkt angreifen. Oh, yes. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Okay. Yes! Sieg durch Aufgabe! Der süßeste aller Siege! Seht ihr, ich bin wieder zurück im Spiel. Es hat so gut wie keine Punkte gebracht. Wer ist dieser Spieler? Ich muss einfach nur das richtige Mindset haben. Der Typ hat nicht mal eine Box gemacht für sein Zeug. Der kann gar nicht gut sein. Ich glaube, wenn ich Glück habe, wurde ich wieder abgestuft und kämpfe jetzt wieder gegen schlechtere Spieler. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es müsste irgendein Ranking-System geben in diesem Spiel. Kein Pokémon. Schwach. Wie viele Karten kann ich jetzt zählen? Wie viele Versuche hat er gebraucht?
Bei mir sieht es online momentan nicht anders aus. Bei Psycho und Feuerdecks fange ich immer an zu schwitzen. Warum bei Feuerdecks? Ja, Psycho-Decks sind generell eher die schlimmsten, vor allem weil es das Giratina-Deck da geben kann. Und das Giratina-Deck allein ist schon so übel. Darüber will ich gar nicht erst weiter nachdenken. Hey, noch ein Legios. Hey. Oh, ich hätte gerne noch ein Legios, wenn das in Ordnung ist. Okay. Dann greifen wir an. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Habe ich das schon gesagt? Vergesst es nicht. Wenn ich Glück habe, gibt er jetzt auf. Wenn alles gut läuft. Es könnte gut laufen. Im Endeffekt haben wir gleich gewonnen. Oh, er spielt Cynthia. Er hat noch die Hoffnung, dass es gut gehen kann. Oh, das ist ein fataler Fehler, mein Freund. Warum, als ob er ein Keldeo-Deck hat. Warum würde man einen freiwilligen War der nicht mal angegriffen? Yes! Sieg durch Aufgabe! Der süßeste aller Siege! Wir sind zurück im Spiel! Ich glaube, ich wurde wirklich abgestuft und kämpfe jetzt gegen schlechtere Spieler. Jetzt gewinne ich wieder ein paar Mal und dann bin ich wieder eine Stufe höher und dann werde ich wieder komplett verkacken. Es ist das, worauf es ab jetzt immer hinauslaufen wird. Das ist nämlich, das fände ich nämlich nicht gut, ehrlich gesagt. Okay, wir starten mit der Legios VR, das ist okay, weil ich direkt einen Vogelprofi habe. Smurf-Account. Manchmal muss man richtig reinschlumpfen, wenn ihr versteht, was ich meine. Stufe höher ist bestimmt die Psychostufe, so habe ich das verstanden. Warum hat Zickzacks eine Pflanzenschwäche? Age of Mythology sollte ich auch irgendwann mal, Yo. Die Legion ist zurück! Fürchtet die Legion! Fürchtet sie! Ah ja, Käfer. Ist die Unlichtschwäche. Macht euch, unterschätzt nicht die Legion! Edgar Potter? Hey Potter! Angst? Das heißt Angst Potter. Hey Töpfer! Oh bitte, nenn mich Potter. Mein Vater war Töpfer. Und im Film sagt er ja so cool, träum weiter. Aber im Buch steht da eigentlich, hättest du wohl gerne. Das klingt nicht ganz so mutig, finde ich. Mensch, das ist ja ein Funfact. Ja, es ist ein wirklich toller Funfact. Soll ich euch noch mehr über Harry Potter erzählen? Gerne. Okay. Ich dreh einfach eher das Mikrofon zu dir rüber. du machst das. Ich weiß nicht, was ich erzähl den Leuten von Harry Potter. Also Harry Potter heißt auf Deutsch ja Harald Töpfer. Red weiter. Wo sind die Fun Facts? Keine Fun Facts. Wie, du hast keine Fun Facts? Du hast gesagt, du hast Fun Facts, die Leute warten auf Fun Facts. Wo sind die Fun Facts? Wusstet ihr, dass niemand eigentlich weiß, wie ein Irrwicht aussieht, ja, weil er ja immer eine Gestalt annimmt? Es ist die Frage, was Matt Eye Moody gesehen hat, als er ihn durch den Schrank gesehen hat. Das wundere ich mich auch manchmal. Oh yes, jetzt gibt's auf den Sack für den Typen. Teamangriff! Nein! Sie hatte irgendwas. Ich glaube, sie kommt irgendwann wieder. Ich war mir so sicher, dass ich ihn one-shotten kann. Ich lag falsch. Es war unvorteilhaft. Wir legen die Energie an.
und holen uns dafür noch so ein Legios. Ich hab sogar einen richtig coolen Zauberstab, kann ich euch den mal zeigen. Willst du einen Zauberstab zeigen? Moment, ich bin gerade in einem Duell, fällt mir gerade auf. Lass ich mal eben angreifen. Oh, ich kann eine Preiskarte nehmen. Das ist sehr edle Stoff. Das ist das HP, Markenzeichen. HP steht für, ihr wisst, wofür es steht. Moment. Lass mich, ich versuche noch zu gewinnen, okay? Und dann zeigst du deinen Zauberstab. Dann zeige ich meinen Zauberstab, ja. Mitten im Stream. Moment, ich will noch das Fahrrad machen. Oh yes. Oh yes. Teamangriff! Okay. Der Zauberstab. Da sind so viele Schichten von... Das ist ziemlich cool. Seht ihr das? Der hat ganz viele Venen. Das ist der von Hermine. Och. Schlammblutstab. Und dann sage ich, Hex, Hex. Oh, ich bin Harry Potter. Hex, Hex. Flieg los. Kartoffelbrei. Warum heißt der Besen Kartoffelbrei? Weil es für Kinder ist. Ich auch. Oder 50. Der Stab ist wirklich schwer. Wirklich, wirklich, wirklich schwer. So. Ich schließe das Ganze dann mal wieder. So, Edgar Potter. Ach ja, so kamen wir darauf. Weißt du, das ist eine Tag-Team-Trainer-Karte von Maho und Tracy. Jo, ich wünschte, sie hätten den Sonne- und Mond-Anime auf Amazon. Ich würde ihn wirklich gerne anschauen, ehrlich gesagt. Da war ich wirklich cool. Turtok und Plinfer? Oh, jetzt wird's ernst. Shit. Okay, folgende Sache, was wir machen. Wir machen Switcheroo, damit ich Karten ziehen kann. Und dann... Ah, eine Fangenergie bringt mir auch nichts. Bark, greif mir an. 150, yes! So, ich hoffe, dass Turtok mich jetzt nicht direkt killt. Der ist auf Netflix. Ja, Netflix bringt mir aber nichts. Kann ich nicht auf das kann ich nicht auf Twitch streamen. Und ja, ich habe es auch auf Netflix angeschaut. Mache ich mal eine Fangenergie, nehme ich an, auf das? Ich habe keine Ahnung. Habe ich gerade ohne Gegenwehr seinen Turtok gekillt? Ich bin mir so sicher, dass ich runtergestuft wurde. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht ein... Oh, das Tag-Team habe ich gekillt. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht ein wesentlich schlechterer Spieler ist, als die, mit denen ich es vorhin zu tun hatte. Er müsste ungefähr... Das Problem ist aber, dass er, glaube ich, ein bisschen unter meinem Level ist. Das war ein Pokémon-Joke. Nein, aber ernsthaft. Oh, es tut mir leid für ihn. Es glaubt er, wie dumm er sich vorkommt. Ich meine, er versucht es wirklich, aber seine Pokémon sind einfach zu schwach. Ja, auch immer, bringen wir es zu Ende. Los geht's, Legios! Gigastoß! So dumm wie du gerade. Nein, ich habe 1A gespielt. Ich habe nicht einen Fehler gemacht. Und da sind meine Coins. Wisst ihr, was die Coins bedeuten?
Die Coins bedeuten, dass ich mal eben direkt nochmal ein Booster-Pack holen kann. Okay, für 330 gibt es dann 4 Kisten. Die Sache ist, ich werde wieder Drachenleuchten holen. Einfach, weil ich wirklich gerne das Himmelsfeld hätte. Ich habe nicht das Gefühl, das Himmelsfeld wird auch in Zukunft noch unfassbar hilfreich. Und es ist nur eine Ankammernkarte hier drin, also... Ihr solltet es theoretisch irgendwie bekommen können. Drachenleuchten. Meinst du gestern, dass wir Non-Subs-Dreist ausgeschlossen wurden? Ich habe keine Non-Subs gestern ausgeschlossen. Es wurden Leute ausgeschlossen, die kein Amazon Prime haben. Das hat nichts mit der Subs zu tun. Ah ja, das war nicht die Karte, die ich suche. Cool. Mensch. Das war ja aufregend. Fast schon zu aufregend. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Ich denke, was mein Deck angeht, sollte ich wahrscheinlich außerhalb des Streams schauen, dass ich daraus was mache. Ja, außerdem, was ich gerade sehe, Paper Q-Tech 100 Bits und Adaxu, 2 Monate Resub. Vielen lieben Dank. Das habe ich eventuell übersehen. Verzeiht mir. Ich möchte nicht anfangen. Fix your face. Sag mal! Willst du dich über mich lustig? Oh nein. Ich sehe Mewtwo und Mew-Hüllen. Oh nein. Nein. Nein, es geht wieder los, oder? Nein! Oh, das ist ein Update. Das ist, Nein, nein, kein Update. Das ist fürchterlich. Also hat... Nein, es hat eine Psychoschwäche. Oh Gott. Oh, das ist ein Slimog-Tag-Team. Oh, das ist ziemlich cool. So, er hat also einfach ein Base-Pokémon mit 270 KP. Sehe ich das richtig? In welcher Welt kann das fair sein? Ernsthaft? In welcher Welt könnte etwas derartiges jemals fair sein? Ich meine, was ist das für eine Scheiße? Oh, jetzt sehe ich die Doppel-Farblos-Energien. Fantastisch. So. Oh nein, das war auch ein Fehler. Ich hätte 2 Legios wie hinlegen sollen. Ich bin so bereit, auf die Schnauze zu bekommen. Denkt nach. Fix your face, denkt lange nach. Vor allem, ich sehe nicht mal so wirklich... Pures Gift, das macht so viel Schaden, dass man... Oh mein Gott. Oh, all diese Tag-Team-Karten. Oh mein Gott. Ja, jetzt macht er sein Dingens, womit er dann 8 Schadensmark auf ein Pokémon gelegt werden. Wenn es vergiftet ist, was super cool ist. 80. Was zum Fick? Dieses Gift macht einfach 80 Schadenspunkte. Das ist die Welt, in der wir hier gerade leben. Also okay. Teamangriff! Oh yes! Was? Nein! Nein! 20 Schadenspunkte. Nein! Das heißt, mein Legios ist tot. Außer er macht noch einen stärkeren Angriff. Wo ist es wieder zu weit hochgestuft? Nein. Er scheint nicht unbedingt ein Deck zu haben mit sonderlich viel Synergies. Er hat halt sein paar Karten, aber ansonsten... Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott!
es geht wieder los. Es geht wieder los. Okay. Kann ich bitte mein anderes Legios V haben? Dankeschön. Puh, okay. Dann wünscht mir Glück. Denn ich habe das Gefühl, dass ich es brauchen werde. Ich snack mir erstmal drei Karten, die ich mir auch verdient. Eins, zwei, drei. Zählt mit. Dieses Shit, Mon. Ich bin nicht bereit für Konfrontation mit dem Pokémon, wisst ihr das? Oh, und Melf ist online. Oder hat geschrieben, wollte wegen Warzone fragen, aber das startet bei mir irgendwie sowieso nicht. Also spiel ich wieder Pokémon TCG. Was hat er gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Stadionkarte? Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Fähigkeit mehr. Oh, ich konnte nicht angreifen. Das könnte potenziell ziemlich stark für mich sein. Ich brauche das. Damit das irgendwann angreifen kann. Ansonsten, ich habe 28 Karten im Deck. Ich würde fast sagen, wir kicken die Karten alle und hoffen auf das Beste. Okay. Boom! Und somit habe ich wieder meine Damage-Reduktion. Boom! Was haltet ihr davon? Jetzt muss ich nur noch Knuddelkloppe und Fallen überleben. Was ich denke, ich überleben sollte. Hat das eine Resistenz? Hat keine Resistenz. Das heißt, ich sollte nächste Runde gewinnen. Außer bringt das jetzt noch ins Spiel. Oh mein Gott. Rainbow Full Art Tag Team. Was ist für eine Ausrüstungskarte? Okay, wenn ich das Mimikma angreife, nehme ich dann also Schaden. Verstehe. Oh, null Schaden. Schwach. Absolut erbärmlich. Ich ziehe mich mal eben zurück. Dann holen wir das. Dann knallen wir richtig los. Und so krümelt der Keks. Versteht ihr? Oh, die vier Truhen gehören so gut wie mir. Es fühlt sich gut an, wieder ein Gott zu sein. Das würdet ihr nicht verstehen. Dafür müsst ihr echte Gamer sein. Stehe ich nicht, seht ihr? Würdet ihr nicht verstehen. Ich hätte Münzwurf gewonnen. Ich möchte nicht anfangen. Snivy Trainer. War Snivy nicht das eine Pflanzenstarter-Pokémon aus Generation 5? Ja, ich war zu sehr Pifoy oder so, oder sehr viel Royal. Nicht der größte Fan davon. War er bei dem richtigen Turnier dabei oder so? Sehe ich das richtig? Sagt seine Hülle, dass er bei dem Turnier dabei war. Ich habe ein bisschen Angst. Ich möchte gerne meine Karte ziehen. Dankeschön. Elektro-Deck. Aus MPDA. 9 Monate. Resub. Wir würden ihm Dank. Ich glaube, nach dem Duell schauen wir noch vielleicht eine Pokémon-Folge an. Und dann sind wir fertig. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich im richtigen Mindset dafür. Oh, Full Art Pikachu.
Keine Ahnung, warum da Nashville draufsteht. Welche Karte will ich? Ich will... Nein, 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 ich will... Ich sollte immer die Doppel-Farblos-Energie mitnehmen. Das ist ein bisschen problematisch. Dass ich jetzt, wie es aussieht, kein reguläres Legios habe. Beziehungsweise erst jetzt. Ich habe nichts wirklich zum Austauschen. Ist eventuell unvorteilhaft. Zigella, 2 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Blaus Taktik. Was hat dieser Blau wieder vor? Glaubt ihr, er will Blau machen? Ich bin mir sicher, den Joker hat noch niemand gebracht vor mir. Oh, das ist so ein schlechter Start für mich. Oh, ich weiß nicht, wie ich zu irgendwas kommen soll. Ich glaube, sein Start ist auch nicht allzu gut. Das ist so das Gute für mich. Okay, ich kann auf jeden Fall potenziell sein Pokémon austauschen. Ich denke, ich lege das auf das. Dann holen wir uns noch Legios V. Und danach, nächste Runde wird geswitcht. Nächste Runde wird geswitcht. Und dann werden wir das direkt killen, ehrlich gesagt. Das ist mir nämlich, das ist mir sehr suspekt. Beziehungsweise ich werde versuchen, das direkt rauszuholen mit dem Pokémon-Fänger. Wenn ich das hinbekomme, oh, yo. Darüber wage ich gar nicht erst nachzudenken, was dann... Nein! Ich hab's nicht hinbekommen. Oh, ich hab's nicht hinbekommen. Wahrscheinlich nicht allzu überraschend, aber... Oh, komm schon. Nicht schön. Jetzt will ich mal lieber noch Familienruf, um den Damage von meinem Legios auf das Maximum zu bringen. Danach sehen wir weiter. Ja, awesome, Johnny, Raid. Vielen lieben Dank, willkommen. Was hast du gestreamt? Oh Gott. Alola Raichu und normales Raichu Tag Team. Puh, okay. Doppelfarblos daran. Und danach, packen wir die Karten weg. Wir brauchen 7 neue. Ich brauche die Kampfenergie. Das Fahrrad noch. Ich brauche keins von beiden. Ich denke, es ist an der Zeit, mir die Abreibung abzuholen. Super Mario Bros. Speedrun-Spelunke. Das heißt Speedrun-Spelunke. Mein Speedrun? Sega Adventure 2x65 Randomizer. Ugh, Sega Adventure 2. Warum nicht so Speedrun-Spelunke? Ich will nicht der Typ sein, aber ich habe das Gefühl, zu der gehöre ich dazu. Oh! Würzig. Schmerzhaft. Sieh es im Stream nicht so. Ist doch besser so. Wir packen das hier hin. Okay, ich habe noch eins. Yo, Johnny. Willst du meinen Zauberstab sehen? Geht's dir gut? Oh, mein Beileid. Oh, er hat nochmal das Alola Raichu und Raichu Tag Team. Das ist nicht cool. Das ist nicht gut für mich. Er hat einfach den Namen geklaut. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Das hat aber immer eine Schwäche gegen Boden.
Das heißt, das kann ich ja nächste Runde direkt ganz geschmeidig und ohne Probleme killen. Ja, bringen wir es so. Warum hat er das gegen mich reingewechselt? Yes! Legios V! Legios ist zurück! Oh, du wirst sowas von sterben nächste Runde. Ah, shit. Ich werde sowas von sterben! Oh, das ist nicht gut. Ah, potenziell. Gleich viele Preiskarten. Ich würde fast sagen, ich warte jetzt noch eine Runde in der nächsten Runde. Kill ich seinen Alola, Dingens. Und dann hole ich mir die letzten drei Preiskarten, die mir noch fehlen. Was haltet ihr davon? Basis-Energiekarte zurück ins Stack. Top-Elixier. Dein Raichu und Alola Raichu Tag Team wird sterben. Es wird dermaßen sterben. Es hat noch 110 KP übrig. Und ich habe einen 210er Angriff, der darauf wartet, auf es niederzuprasseln. Leichtstein. Okay. Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit. Ah, shit, ich kann... Oh, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ich kann mir Pokémon jetzt gar nicht mehr zurückziehen. Oh, ich habe einen großen Fehler gemacht. Aber vielleicht kann er seins auch nicht einfach zurückziehen. Ich sollte mir Cynthia auch mal zulegen. Ist eine gute Karte. Oh, er switcht zurück. Ja, das war vorherzusehen. Aber das war wirklich, 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 wirklich dumm von mir. Ich denke auch nicht, dass ich mich davon noch erholen werde, an dem Punkt, ehrlich gesagt. Dann wiederum. Bin ich gerade dabei, mich an dem Punkt davon zu erholen. Gigastoß! 500! 500! Oh, der Vogelprofi. Okay, wir sind zurück. Wir sind zurück im Spiel. Ah, shit. Wenn er mein Legios killt, habe ich ein Problem. Oh, er macht Elektrokraft. Ja, mein Legos wird, glaube ich, sterben. Oder? Setz das wieder ein. Warum setzt er das ständig ein? Das könnte gefährlich sein. Aber stattdessen würde ich sagen, ich nutze die Gelegenheit einfach, um spontan zu gewinnen. Was würdest du davon halten? Du skillst! Warum ist er zu dem Geschwächten gegangen, dass mir... Das verstehe ich nicht. Warum ist er zum geschwächten Raichu und Alola Raichu gegangen? Wollte er mich gewinnen lassen an dem Punkt? Das ergibt keinen Sinn. Warum hat er das gemacht? Das war dumm. Dann würde ich sagen, wir öffnen mal ein paar von unseren Boxen. Wegen Paralyse, aber es war zweimal das gleiche Pokémon. Nur war das eine kurz davor zu sterben. Komm schon. Wollt ihr mich verarschen? Mit so einem großen Theater darum und dann ist es ein dummes Holo, Sandama? Togekiss?
Egal, das kann ich für ein paar Packs tauschen. Das war eine gute Ausbeute. Das ist ein Zeichen an dem Punkt. Ich kann nicht einfach mein Legos-Team aufgeben. Was kann ich dafür bekommen? Alte Produkte. Ah ja, das habe ich schon. Was wären Leute bereit zu bieten für Legios? Zwei Legos für einmal Clash der Rebellen? Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder so? Warte, was ist los, dass Leute auf einmal zwei Legios wollen? Man kann aus den Boxen V-Karten bekommen, scheinbar. Einmal Clash der Rebellen für einen... Langsam habe ich das Gefühl, Leute wollen Legios V gar nicht so sehr haben. Glaubt ihr, das kann sein? Die bieten nichts Gutes dafür. Tausch abgeschlossen. Oh! Hey! Jemand hat mein Tauschgeschäft angenommen von Marshad und Mahomai gegen ein Evolution Booster Pack. Seht ihr, ich hab doch gesagt, Leute mögen ihre Evolution Packs. Naja, die bieten nichts Gutes für Legios. Es gibt auch super viele Legios-Angebote. Ja, ich sollte gar nicht erst weiterschauen. Das ist nicht wert. Das ist es nicht wert. War bestimmt ein Zuschauer. Ich weiß nicht. Hat er es denn nicht gestern oder so schon gemacht? Naja, ich habe keine Ahnung. Wir werden es nie herausfinden. Ich glaube, wir werden noch nie herausfinden, wer der mysteriöse Typ war, der mir 2000 Karten anbieten wollte oder so. Ich denke, wir spielen es noch weiter, bis ich verloren habe. Und dann machen wir noch eine kleine Watchparty und sind wir fertig für heute. Ich meine, das ist ein voller Zeitplan, versteht ihr? Ich wollte nicht so lange streamen, aber ich wollte so einiges. Oh, Volcanion EX. Das habe ich, glaube ich, auch. Ja, legen wir eine Energie drauf. Okay. Dann. Au. Dieses dumme... Wie viel Leben KP hat das? 180. Da komme ich nicht so schnell ran. Moment. Na, ich will das, damit ich 3 Basis-Pokémon holen kann. Okay. Dazu meine Verteidigung, um ein kleines Spürchen erhöhen. Wenn ich einfach mal raten müsste. Ist ja was? Ich denke, ich werde versuchen, direkt das Volcanion rauszuholen. Damit wir dem direkt ein bisschen Damage mit auf den Weg geben können. Damit der weiß, mit wem er sich anlegt! Die Legion ist nicht aufzuhalten! Das würde nicht gut ausgehen für sein Fukado, glaube ich. Oh, Switcheroo. Du wirst nicht begeistert sein, wenn dir auffällt, dass ich ebenfalls ein Switcheroo machen kann. Los geht's! Scheint auch wirklich keine gute Starthand zu sein, die er aktuell hat. Oh, noch ein Fukano. Ich meine, potenziell ist er wieder zurück. Oh, du hast nicht mal Karten auf der Hand mehr und du kannst mir keinen Schaden machen. Ich habe Respekt vor deinem Mut. Trotz der Tatsache, dass du
quasi verloren hast, nicht aufzugeben. Seht ihr? Das ist Durchhaltevermögen. Sowas haben die meisten Spieler in TCGs, nicht? Oh, er hat das Himmelsfeld. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich das sofort ausnutzen. Nein! Gott! Ich hab's mir so sehr gewünscht. Ach. Ich wollte es so sehr, aber es sollte nicht so sein. Vielleicht glaubt er an das Herz der Karten. Ich meine, hätte alles passieren können. Neues Pack, wir werden später eins holen. Jujufly. Ist das ein Bieber? Ist Mega Bieber, glaube ich. Bieber ist auch Mega Bieber. Das erkenne ich doch. Wir fangen damit an. Wenn wir den nächsten Punkt erreicht haben. B-Boy EX. Warum kämpfe ich gegen Leute mit EX? Ich glaube, ich wurde so hart runtergestuft von dem Spiel, dass ich jetzt nicht mal mehr gegen Spieler antrete, die V-Karten haben. Das ist traurig. Das ist traurig an dem Punkt. Ich komme erstmal zurück, okay? Dann spielen wir das. Und dann das. In der Hoffnung, dass wir irgendwas bekommen, was mir was bringt. Nein. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Pokémon. Mir fehlt auch eine Energiekarte. Was etwas unvorteilhaft ist, aber die bekomme ich bestimmt noch. Bestimmt. So. Ich mag dieses B-Boy EX übrigens nicht. Es hat nur einen Angriff gemacht, aber ich weiß jetzt schon, dass es super anstrengend ist. Apropos super anstrengend. Ich arbeite aktuell in meinem Video über, in dem ich alle die Herkünfte und Hintergründe von allen Namen von allen Pokémon der ersten. Ah, shit. Sie machen das. Ich hoffe, dass ich eine Energiekarte zähle. Der ist Generation Erläuterer. Und ich habe die ersten 15 Pokémon editiert. Das ist so fucking nervtötend und langwierig zu editieren. Es wird ein gutes Video. Traut mir. Wird ein gutes Video. Glaub mir einfach. Ich habe nur normale Legios. Das ist nicht cool. Solide. Das Video wird auch über 20 Minuten lang und es sind halt auch wirklich nur die ersten 151. Das ist ein Thema, mit dem man viel Zeit verbringen kann. Warum spielt jeder dieses Evoli? Wahrscheinlich wegen Energieevolution. Fulipurba. Ich frage mich, was dieses Voltoball zu bedeuten hat. Au, das war unschön. Das war sehr unschön sogar, ehrlich gesagt. Das gefällt mir nicht. Kannst du nicht mal angreifen. Ich brauche keine Energiekarten, um jemand anderen angreifen zu lassen. Oh, das kann auf jeden Fall aber nicht angreifen. Ich kann es noch nicht zurückziehen. Das ist komplett unbrauchbar aktuell. Außer. Ich mache das. Und hoffe, dass ich dann nächste Runde was machen kann. Okay. Den Pokémon, den ich habe, kennst du gar nicht. Das ist okay. Es ist nur Legios, die Legion, die losmarschiert zum Sieg. Ihr müsst sie nicht kennen. Ihr kennt sie an den Geräuschen der brennenden Städte, die sie durchquert haben.
Habe ich so viel gigantischen Löffel da? Ich fürchte leider nein. Oh, der Typ ist so anstrengend mit seinen ganzen B-Boy EX. Oh, ich habe jetzt schon wieder. Ich habe jetzt schon so keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Oh. Ich habe so dermaßen keine Lust. Ich meine, oh mein fucking Gott. Die werde ich alle drei besiegen müssen. Und er heilt seine Pokémon mit dem Fulipurba. Blütezeit GX. Was ist denn GX-Angriff? Oh mein Gott. Damit hat er direkt die Mega-Entwicklung. Ich habe nicht mal einen Angriff. Moment. Oh, ich muss die zwei Energiekarten oder zwei Pokémon nehmen. Nehme ich die zwei Energiekarten. Ich würde sagen, zuallererst kille ich das Mega-Bibor. Bevor noch irgendwas entsetzlich schief geht. Kommt man drei Preiskarten für Mega-Pokémon? Nur zwei? Komm schon, und für ein Tag Team drei? Für Remax bekommt man auch drei? Aber für eine Mega-Entwicklung nur zwei? Das ist nicht schön. Aber ich habe eine Menge angriffswillige Legios. Mein Gott. Warum schläft mein Pokémon auch noch? Ich kann es nicht mal zurückziehen, wenn es schläft. Ah. Mega-Entwicklung endet der Zug, dass man angreifen kann. Okay, deswegen macht er die Mega-Entwicklung über Effekte. Schläft weiter. Zwei Basis-Energiekarte. Ich habe nur eine Basis-Energiekarte. Oh Gott, das war es nicht wert. Ja, mehr kann ich nicht machen. Oh Gott, vor allem mein Legos wird sowas von sterben. Ich glaube, es kann nicht mal das Gift überleben an dem Punkt. Schweige denn, wenn Fulipurba angreifen würde. Yep. Kein Pokémon für mich. Habe ich noch Base-Pokémon, die ich mitnehmen kann? Eins. Wo sind meine ganzen V-Legios? Sind das alles Preiskarten? Wollen mich verarschen oder so? Nein! Gott, das war falsch! Das war falsch. Das war falsch, das war falsch, das war falsch. Ja, das hätte schon davor passieren sollen. Da sind meine zwei anderen Legios Wii. Na gut, haben wir die immer noch gefunden. Ich habe mich schon Sorgen gemacht. Also wenn ich das Mega Bibor gekillt bekomme, kann ich noch gewinnen. Ehrlich gesagt, würde ich lieber abwarten, als mein Pokémon zurückzuziehen. Viel machen kann ich hier aktuell sowieso nicht. Dann endet das Spiel, wenn man, wenn ein Spieler alle 6 Preiskarten genommen hat. Für ein besiegtes Pokémon bekommt man eine Preiskarte.
Komm schon. Komm zur Sache. Oh, meine zwei Base-Energiekarten, das ist ziemlich gut tatsächlich. Das heißt, wir ziehen uns mal eben zurück. Für... Nein, Moment, das war dumm. Für Legios. Legios greift an. Und in der Runde danach werde ich dann Legios zurückziehen. Und dafür werde ich dann... Wie viel KP hat das? 200. Yes! Oder Legios wird sterben, was auch immer. Dafür werde ich mein Legios V rausholen und damit greife ich an und werde gewinnen. Also mach ich mal Schaden. Mantenyu, frischer Sub, vielen lieben Dank. Okay. Damit dürfte das soweit eine beschlossene Sache sein. Warte, was bringt dieses Ding ans, was er hat? Ich mache 20 weniger Schaden und ich mache 10 Punkte mehr Schaden durch meine Stadionkarte. Damit kommen wir auf genau 200. Yes. Puh, das war knapp. Habe ich den nächsten Preis erreicht? Oh yes! Was bringen eigentlich die dummen Tickets? Und mein anderes Angebot ist abgelaufen. Beschämend. So, und jetzt... 408? Ich habe 408, nicht 410, warte. Ich wollte gerade sagen, wir kaufen uns noch zwei Booster Packs, dann sind wir fertig für heute, aber... Lass mich die 410 noch erreichen. Dein Gegner lädt das Spiel. Sehe ich schon, spielt auf einer Krücke. Oh, ist eine schicke Münze. Oh, auf der Rückseite ist es, da ist das Schwänzlein von Pikachu. Okay, so ein süßes Schwänzlein. Okay, ich habe wenigstens nicht so viele Versuche gebraucht, um an Karten zu kommen. So. Dann schauen wir mal, was ich hiermit alles machen kann, Jirachi. Ich dachte, der hat ein Pikachu-Deck oder so. Das könnte noch eins werden, theoretisch. Ich hätte auch gerne den Flottball. Das trifft aber auf alles in Pokémon zu, dass man gerne einen Flottball hätte. Flottball ist immer gut. Komm schon. Er braucht schon so lange. Warum macht ihr die ganze Zeit über nichts? Ich stehe einfach nur da und wartet. Jetzt macht er nochmal die Fertigkeit mit dem Jirachi. Sternsuche, ja. Ich hoffe, deine Taktik wird so gut, wie sie lange dauert. Was ist Gigabombe? Was? Wenn das Pokémon, das die Karte einlegt, ist ein aktives Pokémon, das durch einen Attack eines Gegners 180 Punkte oder mehr Schaden zugefügt werden. Das wäre ich. So viel Schaden werde ich ihm nicht hinzufügen. Das wäre etwas zu viel des Guten. Außerdem von Valios Horizon. Er hat zwei Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Superball. Ich brauche ein. Yeah. Ich brauche reguläres Legios. Perfekt. Dann brauche ich das. Ah, nichts. Nicht ganz so perfekt. Ich habe noch ein paar Dinge, um Karten zu ziehen. Was an sich nicht allzu verkehrt ist. Ziehen wir nochmal drei Karten. Ooh, yes. Okay.
Nächste Runde geht's richtig los. Scratch ist, glaube ich, der wichtigsten Kartemeter. Hab sie bei jedem Spieler im Turnieren gesehen. Oh. Interessant. Was macht eigentlich dann die Sternsuche? Aber wenn du jetzt zugehst, bevor du angreifst, wenn diese Karte aktives Punkt ist, kannst du dir die obersten 5 Karten des Decks anschauen, eine Trainerkarte, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und sie auf deine Hand nehmen. Oh ja, das ist halt wirklich gut. Vor allem ist es ziemlich free, der Effekt. Umhang der Stärke. Okay, damit hat dieses Shitmon 260 KP. 260 KP bekomme ich ja weg, wenn ich eine volle Bank habe an sich. Mit meinen Legios. Das Problem ist, ich muss dafür in eine volle Bank kommen. Skateboard ist, gibt einem gratis... Oh ja, Rückzugskosten verringern sich. Oh, das ist halt eklig. Er kann sich da eine Menge Trainerkarten gerade holen. Wann mache ich wieder Videogame-Mythen oder Creepy-Videos wie früher oder Videogame-Fakten-Video XD? Ich würde nach 7 Jahren auch nicht die Frage stellen, ob, sondern wann. Ich meine, wir alle wissen, dass es passieren wird. Die Frage ist nur, wann. Okay. Sollte auf jeden Fall jetzt in der Lage sein, Dunarion zu killen. Oh nein, schon wieder das Raichu und Alola Raichu Tag Team. Oh, das ist nicht gut. Moment, bevor ich das mal zum Ende, wo sie selbst aufgegeben hat. Ach ja. Das ist nicht so unwahr. Oh mein Gott, dieser Typ, seht ihr, wie lange er für seine Züge braucht? Ich meine, okay, es ist bestimmt effizient, was du machst, aber mein Gott. Er hat ihn ausgepackt. Das ist nicht gut. Oh. Weiß der Typ, was er macht? Ich bekomme nicht gerade das Gefühl, dass er nicht weiß, was er macht. Ehrlich gesagt. Was soll ich davon halten? Was ist eure Einschätzung? Ja, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht wusste, was er macht. Okay. Dann genehmigen wir uns noch was. Danach machen wir noch eine Watch-Party-Folge, okay? Und dann sind wir fertig für heute. Ich hoffe so sehr, dass ich das Himmelsfeld rausbekommen werde. 445 Punkte schon. Ja, ich habe gerade eben 250 bekommen allein. So, Drachenleuchten. Komm schon. Kein Himmelsfeld! Das ist ein Altaria. Brutalander.
Komm schon! Oh, ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen dauern, bis ich an mehr Himmelsfeld komme, ehrlich gesagt. Davon sollst du dich halten, weil es digital ist und somit theoretisch unsichtbar für den derzeitigen Stand der Dinge halten. Was? Halten könntest du aber deinen Tisch oder Mikroarm. Was ich von was halten soll. Was? Ich bin sehr verwirrt. Ist dir Nexomon angeschaut, soll wie Pokémon sein. Es gibt ungefähr 300 Pokémon-Spiele. Warum sollte ich irgendwas brauchen, das wie Pokémon ist? Okay. Gut, wir sind fertig mit Trading Card Game Online.